Herzlich willkommen zur öffentlichen Anhörung. Ich würde gerne dann die 26. Ausschusssitzung des Ausschusses für Kultur und Medien eröffnen. Öffentliche Anhörung. Wir haben zwei Anträge vorliegen, die der Anhörung zugrunde liegen. Das ist einmal der Antrag der Fraktion der FDP, kulturpolitische Aufarbeitung des Sammlungsgutes aus kolonialen Kontexten 1985-45 und der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zur kulturpolitischen Aufarbeitung unseres kolonialen Erbes im Antrag 1977-35. Der Ausschuss hat sich darauf verständigt, 9 Sachverständige einzuladen, die uns zu diesem Thema beraten sollen. Ich sage schon mal in der Gesamtheit herzlich willkommen. Danke, dass Sie da sind und dass Sie uns mit Zeit und mit Rat zur Seite stehen. Begrüßen möchte ich auch die beiden Staatsministerinnen, die für das Thema mit zuständig sind. Das ist einmal die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Frau Staatsministerin Monika Grütters, herzlich willkommen, und Frau Staatsministerin Michelle Müntefering, die im Auswärtigen Amt für die internationale Kulturpolitik zuständig ist. Wir freuen uns als Ausschuss auch, dass es so ein reges Interesse gibt, an so viele Besucherinnen und Besucher da sind. Das zeigt uns noch mal, dass zu solchen Themen eine öffentliche Anhörung wirklich das richtige Mittel ist und dass man da die Debatte, die Transparenz und auch den Diskurs gut in die Breite tragen kann. Insofern haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht, dass das eine öffentliche Anhörung ist. Die Sitzung, ein paar Formalien am Anfang noch, wird dauerhaft in der Mediathek zu sehen sein. Sie wird in einem Wortprotokoll dokumentiert und das Wortprotokoll wird auch veröffentlicht. Das heißt also, es ist so viel Transparenz wie irgend möglich hier auf der Tagesordnung. An die Zuschauerinnen und Zuschauer, an die Gäste nur noch mal der formale Hinweis, dass ich Sie bitten möchte, auf Beifall oder Unmutsbekundungen zu verzichten. Beides bitte leiser und für sich und im Kopf, wenn es das gibt, aber nicht in Lautstärke. Die Bild- und Tonaufzeichnungen, auch das sage ich noch mal, sind nur von akkreditierten Journalistinnen und Journalisten gestattet. Also keine Einzelaufnahmen, die dann nachher einzeln weder von uns hier als Abgeordnete noch von Ihnen als Gäste verwendet werden dürfen. Wir haben uns ja darauf verständigt, dass zunächst die Sachverständigen die Möglichkeit erhalten, aus ihrer Sicht Impulse zu setzen und zum Thema zu sprechen. Der Ausschuss hat sich auf jeweils 5 Minuten verständigt. Ich werde Sie in der alphabetischen Reihenfolge aufrufen. Das ist am unverfänglichsten. Es ist also keine Einsortierung nach Rang, Namen, Bedeutung, sondern einfach nur das Alphabet wird als Grundlage genommen. Dann würde ich gerne den Staatsministerinnen das Wort geben, die einmal das Eckpunktepapier vorstellen wollen, aber natürlich dann auch schon auf erste Kommentare, Berichte, Hinweise der Sachverständigen gerne mit eingehen sollen. Und danach haben sich die Obleute auf 2 Fragerunden verständigt, die einem bestimmten Format folgen. Das sage ich nur deshalb noch mal, weil mit Sicherheit noch nicht alle, einige schon, aber noch nicht alle in solchen Anhörungen des Ausschusses oder Expertenbefragungen gewesen sind. Die Fragerunden also folgen einem Format. Die Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen haben in jeder Fragerunde jeweils einer das Wort, 3 Minuten. Und es können in diesem Beitrag Fragen gestellt werden. Es dürfen also 2 Antworten ausgelöst werden. Die Fragen dürfen nicht mehr auslösen. Ansonsten kommen wir mit der Zeit hier, darauf haben wir uns verständigt, ins Uferlose. Wir hoffen, dass wir die Veranstaltung um 18 Uhr beenden können. Ich möchte noch den Hinweis an unsere Mitglieder des Ausschusses geben, dass Sie in der ersten Fragerunde bitte, auch wenn Sie Fragen an die beiden Staatsministerinnen haben, diese mitstellen, weil die Staatsministerinnen dann in der ersten Antwortrunde mit aufgerufen werden und auch ihre Fragen mit beantworten können. Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Man sieht es nicht nur an dem öffentlichen Interesse, dass das ein großes Thema ist, nicht nur in Deutschland, aber eben auch in Deutschland. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir das Themenpapier, die Vereinbarungen, die zwischen Bund und Ländern und Kommunen schon mal vereinbart worden sind, weil es ist wichtig, dass es eine Zusammenarbeit gibt und dass alle an einem Strang ziehen, heute schon mit in der Debatte haben. Es ist in der Tat eins unserer wichtigen politischen Handlungsfelder und es ist genauso wichtig, dass die Parlamente mit einbezogen werden. Und deshalb denke ich, dass die Ausschussanhörung hier gerade auch was die parlamentarische Beratung angeht und die Möglichkeit oder Notwendigkeit, gesetzgeberische Konsequenzen zu ziehen und eine Entwicklung nach vorne zu starten, durchaus einer der wichtigen Beteiligten sind, und zwar auch in der Aktion und nicht in der Reaktion. Deshalb freue ich mich auf die Anhörung.
Wie gesagt, ich rufe Sie in alphabetischer Reihenfolge auf und würde als erster Frau Prof. Dr. Wiebke Arndt, der Rektorin des Überseemuseums Bremen, das Wort geben. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich sitze hier heute als Direktorin des Überseemuseums Bremen, aber auch als Leiterin der beiden Arbeitsgruppen beim Deutschen Museumsbund, die die Empfehlungen zum Umgang mit menschlichen Überresten und den Leitfaden zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten erarbeitet haben bzw. gerade überarbeiten. Ich möchte mich auf drei Kernaussagen zum Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten konzentrieren. Erstens, Provenienzforschung. Provenienzforschung ist eine moralische Pflicht und Voraussetzung für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Sammlungsgut. Diese Kernaufgabe der Museen wurde in den vergangenen Jahrzehnten vielfach vernachlässigt. Wissenschaftliches Personal und Ressourcen für eine nachhaltige Sammlungsarbeit sind aufgrund von strukturellen Budgetverlusten oft verloren gegangen. Inzwischen werden an einigen Häusern mit Drittmitteln Provenienzforschungsprojekte durchgeführt, so auch am Überseemuseum. Ergänzend zu einer hinreichenden Finanzierung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste, das sich dank der Beauftragten des Bundes für Kultur und Medien dieser Aufgabe angenommen hat, muss auch die finanzielle und personelle Ausstattung der Museen dauerhaft und merklich verbessert werden. Nur so kann die notwendige Provenienzforschung nachhaltig geleistet werden. Zweitens, Digitalisierung. Wollen wir einen Dialog auf Augenhöhe mit den Herkunftsgesellschaften, ist Transparenz herzustellen. Digitalisierung und Online-Stellung der Sammlungsbestände sind hierfür zentrale Grundlagen. Transparenz ist auch die Basis für jede Form der Kooperation. Anfragen durch Herkunftsgesellschaften zum Austausch von Wissen sind in den Museen an der Tagesordnung. Infolge der fehlenden personellen und finanziellen Ausstattung stellt schon diese bescheidene Form der Kooperation eine echte Herausforderung dar. Wünsche nach gemeinsamen Forschungs- und Ausstellungsvorhaben sind in der Regel nicht zu erfüllen, werden aber insbesondere von den ethnologischen Museen erwartet. Die Pläne des Auswärtigen Amtes, mit einer Agentur für internationale Kooperationen fördernd tätig zu werden, sind daher sehr zu begrüßen. Erwähnt sei zudem, dass Forschungskooperationen nicht ausschließlich Provenienzfragen gelten sollten. Dies schließt auch Forschung an menschlichen Überresten ein, sofern hierfür eine Zustimmung oder der Wunsch der Herkunftsgesellschaft vorliegt. Generell ist eine gemeinsame Online-Plattform zur zentralen Abfrage von Datensätzen wünschenswert. Sowohl die technische als auch die personelle Ausstattung dafür benötigt, Mittel in angemessenem Umfang. Wir brauchen dringend eine Digitalisierungsoffensive. Eine zentrale Anlaufstelle für Fragen zu kolonialen Sammlungsbeständen, Möglichkeiten der Kooperation und Fragen hinsichtlich Rückgabe ersuchen, würde sowohl für deutsche Museen als auch Herkunftsgesellschaften eine maßgebliche Unterstützung darstellen. Drittens, Rückgabe. Koloniale Kontexte waren oft gewaltsam, was sich auch in den Sammlungserwerbungen spiegelt. Beispielhaft seien hier die Strafexpeditionen genannt. Aber natürlich hat es auch andere Erwerbsumstände gegeben, die Recht und oder Moral widersprechen. Deshalb hat es in Deutschland bereits Rückgaben gegeben, auch aus dem Überseemuseum, und es wird sie in Zukunft geben, vielleicht auch vermehrt. Diese können auch von Museen selbst angeboten werden. Wir sollten allerdings nicht per se davon ausgehen, dass alle Erwerbungen für die Museen gewaltsam und oder unter Druck erfolgt sind. Bereits seit der frühen Kontaktzeit wurden Objekte aufgrund der erkannten Nachfrage speziell für Europäer angefertigt. Darüber hinaus kamen auch in den kolonialzeitlichen Setting der strukturellen Ungleichheit Transfers von Objekten auf Augenhöhe aller beteiligten Akteure vor, zum Teil eingebettet in ein indigenes System von Tausch und reziproken Geschenken. Die Akteure in den Herkunftsgesellschaften pauschal zu Opfern zu deklarieren, ihnen jede eigene Handlungsmacht abzusprechen, entrechtet sie erneut. Stattdessen müssen das Wissen und die Perspektiven der Herkunftsgesellschaften Berücksichtigung finden und die Quellen zu kolonialzeitlichem Handeln und kontextkritisch hinterfragt werden. Die Rückgabedebatte ist auch deshalb so komplex, weil manche Herkunftsgesellschaften und Herkunftsstaaten gar keine Objekte aus europäischen Museen zurückbekommen möchten. Zum Teil besteht eher der Wunsch nach Kooperation als nach der physischen Rückführung von Objekten. Manche wünschen sich, dass wir ihre Objekte in unseren Ausstellungen zeigen oder diese als Dauerleihgaben oder 3D-Digitalisate zur Verfügung stellen.
Gegebenenfalls haben Sie auch außerhalb des Museumsbereichs liegende Wünsche, zum Beispiel nach Entschädigungszahlungen oder Capacity Building. Andere haben nur an bestimmten Objektgruppen Interesse, zum Beispiel Objekten mit religiöser Bedeutung, oder die Rückgabe ist innerhalb des möglichen Adressatenkreises umstritten. Dies kann auch für menschliche Überreste gelten. Selbst wenn durchaus der Wunsch nach Rückgaben vorhanden ist, kann gleichzeitig Interesse an weiterer Zusammenarbeit und Austausch bestehen. Daher sollten Gespräche ergebnisoffen geführt und ermittelt werden, welche Bedürfnisse und Interessen die Gesprächspartner haben, statt alternativlos Rückgaben anzubieten. Beim Thema Rückgabe stehen im Moment Fragen des rechtmäßigen Erwerbs. Ich würde Sie bitten, auf die Zeit zu achten. Ja, ich bin sofort fertig. Gut, dann ist gut. Auf den rechtmäßigen Erwerb durch die Museen im Fokus der Debatte. Dabei sprechen wir von Raub und unterschiedlichen Facetten der Übervorteilung sowie von Tausch, Kauf und Schenkung. Aufgrund der schlechten Dokumentation kann hier in vielen Fällen aber schon keine abschließende Klärung der Erwerbsumstände mehr herbeigeführt werden. Noch schwieriger ist die Frage, nach wessen Maßstäben diese zu beantworten, bewerten sind. Von Seiten einiger Herkunftsgesellschaften ist diese an uns und unser Recht... Ich würde Sie wirklich bitten, ja, es tut mir sehr leid, ich kann nicht jeden 2 Minuten überziehen lassen. Ich bin sofort am Ende angekommen. Wir müssen da im Parlament auch drauf achten. Ja, bei manchen Objekten ist die Frage des Erwerbs nicht von Belang, sondern stattdessen die besondere Bedeutung des speziellen Objekts innerhalb der Herkunftsgesellschaft ist entscheidend. Ich plädiere deshalb dafür, einen Dialog auf Augenhöhe mit den jeweiligen Herkunftsgesellschaften und mit diesen gemeinsam für beide Seiten eine angemessene Lösung zu finden, die auch eine Rückgabe sein kann. Vielen Dank. Es tut mir leid, dass ich Sie unterbrechen muss, aber wir müssen uns an die Zeitabfolge halten. Ansonsten springt das komplett den Rahmen und Sie kannten ja vorher die Zeit. Ich bitte um Entschuldigung, es ist uns nur ein Zirka mitgeteilt worden. Das glaube ich nicht. Also, wir freuen uns auf Frau Dr. Bauche. Ja, vielen Dank auch von mir für die Einladung. Ich spreche hier einerseits als Historikerin mit einer Expertise in der Geschichte des deutschen Kolonialismus und der Geschichte der Medizin, bin derzeit an der FU Berlin tätig und andererseits als Teil des zivilgesellschaftlichen Bündnisses Decolonize Berlin. Und ich möchte, nachdem es ja nicht nur um die Aufarbeitung kolonialen Sammlungsgut heute gehen soll, sondern auch um die Aufarbeitung von Kolonialismus allgemeiner, ein bisschen daran erinnern, worüber wir eigentlich sprechen, wenn wir von Kolonialismus auch im deutschen Fall sprechen. Das erscheint mir deshalb wichtig, weil ja viele Deutsche sich nach wie vor sehr positiv auf die Geschichte des deutschen Kolonialismus beziehen. Und weil sich offensichtlich auch die deutsche Bundesregierung recht schwer damit tut, eine unmissverständliche, verurteilende Haltung gegenüber Deutschlands Kolonialvergangenheit einzunehmen. Was also bedeutete Kolonialismus eigentlich, insbesondere für die beherrschten Gebiete, für die vom Deutschen Reich beherrschten Gebiete und für ihre Bewohner und Bewohnerinnen? 2 Punkte möchte ich nennen. Erstens, Kolonialismus war kein demokratisch verfasstes oder auch nur erträgliches System, in dem lediglich einige Ausrutscher passierten. Das ist eine Vorstellung, die unter anderem das Eckpunktepapier der Kultusministerkonferenz nahelegt, wenn es feststellt, dass während der Zeit des Kolonialismus Unrecht geschehen sei. Fakt ist, Kolonialismus war ein Herrschaftssystem, das auf systematischem Unrecht basierte. Es baute auf der institutionalisierten Entrechtung der beherrschten Bevölkerung auf und zentral dafür war das koloniale Recht, das eigens dafür erlassen wurde, insbesondere in der Form des sogenannten Schutzgebietsgesetzes. Dieses Gesetz sah 2 Rechtsbereiche vor, einen für die europäische Bevölkerung, für die große Teile des deutschen Rechts galten, unter anderem die Bestimmung des bürgerlichen Rechts, des Strafrechts und so weiter, und es sah einen Rechtsbereich für die einheimische Bevölkerung vor. Und für diese Bevölkerung galten lediglich Verordnungen. Diese Verordnungen wurden nach und nach ohne jegliche parlamentarische Kontrolle erlassen. Sie sahen weder Staatsbürgerrechte vor, noch das Recht auf demokratische Vertretung und sie boten keinerlei Rechtssicherheit für die einheimische Bevölkerung. Kolonialismus bedeutete also ein duales Rechtssystem, in dem die beherrschte Bevölkerung zu quasi rechtlosen Untertanen des kolonialen Staats gemacht wurde. 2. Punkt. Es ist auch historisch falsch, zu behaupten, dass es in den vom Deutschen Reich beherrschten Gebieten, Zitat, diverse Verbrechen gab, wie es der vorliegende Antrag der FDP-Fraktion nahelegt. Tatsache ist, Gewalt war eine zentrale
und systemische Ressource in der Durchsetzung deutscher kolonialer Herrschaft. Deshalb, weil Kolonialismus die Herrschaft einer sehr kleinen Minderheit über eine sehr große Mehrheit bedeutete. In Kamerun beispielsweise lebten in den 1910er Jahren gerade einmal 1500 EuropäerInnen, das heißt also noch weniger Deutsche, und schätzungsweise 2,6 Millionen Afrikaner und Afrikanerinnen. Und um diese zahlenmäßig fragile Herrschaft zu sichern, übten Deutsche in systematischer Weise Gewalt aus. Zu dieser Gewalt zählten unter anderem alltägliche Prügelstrafen, die sowohl von Dienstherren erlassen werden konnten, als auch als gerichtliche Strafen erlassen wurden, Zwangsarbeit, das, was kolonisierende Strafexpeditionen nannten, haben wir schon gehört, und tatsächlich unzählige regelmäßige militärische Eroberungszüge waren, der Krieg der Deutschen gegen die widerständige Maji-Maji-Bewegung im heutigen Tansania mit schätzungsweise 300.000 Opfern, der Genozid an den Ovaherero und Nama im heutigen Namibia mit mindestens 100.000 Opfern, und das sind nur einige wenige Beispiele. Und das sind alles keine neuen Erkenntnisse, sondern es ist seit Jahrzehnten durch Forschung gestütztes Wissen. Der aktuelle Status quo ist allerdings, dass es auf der einen Seite dieses lange etablierte Wissen, diesen langen etablierten Forschungsstand gibt, und auf der anderen Seite haben wir einen Staat, der für sich eine freiheitlich-demokratische Grundordnung reklamiert, der das NS-Regime zu Recht eindeutig als Unrechtssystem benannt, der inzwischen auch das SED-Regime als solches benennt, der sich aber weigert, Kolonialismus ebenfalls unmissverständlich als Unrechtssystem anzuerkennen, siehe die Formulierung im Koalitionsvertrag. Das ist eine deutliche Schieflage. Es gibt keinerlei historische Grundlage, um die Anerkennung von Kolonialismus als Unrecht zu verweigern. Im Gegenteil gibt es eine sehr breite historische Grundlage dafür, dass die Bundesrepublik als Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reichs die Konsequenzen aus dem begangenen Unrecht tragen muss, indem sie sich bei den Opfern entschuldigt, indem sie entschädigt und indem sie proaktiv Mechanismen installiert, mit denen eine breite öffentliche Aufarbeitung deutscher Kolonialgeschichte stattfinden kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Dr. Grüsels aus Belgien angereist. Vielen Dank für die lange Anreise. Er ist Generaldirektor des Königlichen Museums für Zentralafrika in Tervuren. Das ist in der Nähe von Brüssel, habe ich mir sagen lassen. Sie haben das Wort. Thank you very much, Madam President. Sehr herzlichen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie mich eingeladen haben zu dieser wichtigen Diskussion, die in Deutschland, aber auch in Belgien stattfindet. Als Generaldirektor des Königlichen Museums für Zentralafrika, RNCA, das 1898 als Leopold II. Als Kolonialmuseum gegründet wurde, geht es darum, damals ging es darum, es als ein Propagandainstrument für die kolonialen Aktivitäten in Belgien zu nutzen. Leopold II. Hat sicherlich als einer der schlimmsten Fürsten der Kolonialisierung in der Welt überhaupt agiert. Sie haben überall Statuen in diesem Museum zum Beispiel auch, wo darauf hingewiesen wird, dass Belgien Wohlstand und Gutes nach Belgien gebracht hat, dank König Leopold II. Und dass es die Aufgabe der Kolonialisierung war, die Völker aus dem Dunkel zu reißen und ihnen Gerechtigkeit zu bringen, auch wenn wir wissen, dass es keinerlei Gerechtigkeit gab. Also eine sehr starke Charakterisierung dadurch. Und deswegen haben wir vor kurzem das Museum renoviert. Zunächst einmal die Dauerausstellung, die seit den 50er Jahren nicht mehr geändert worden war. Und es ging darum, nun den Kongo vor der Unabhängigkeit zu zeigen. Das Museumsgebäude als solches hat aber eben diese Prägung durch den Kolonialismus. Wir haben deswegen ein Erneuerungsprogramm gestartet und wollten das derzeitige Afrika auf moderne Art und Weise zeigen, mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, auch mit den Ressourcen der Diaspora, und gleichzeitig einen kritischen Blick auf die Kolonialvergangenheit werfen.
Für viele waren wir das Symbol der kolonialen Vergangenheit Belgiens. Wir mussten also deshalb auch intern erstmal um Geld bitten. Wenn Sie sich die letzten 100 Jahre oder 200 Jahre Belgiens ansehen, der kapitalistischen Expansion, dann ist das nicht dasselbe, als wenn Sie das mit heutigem Blick tun. Und dann kann man heute nur vorstellen, dass es ein Regierungssystem ist, das auf militärischer Besetzung, auf rassistischen Regeln und auf Ausbeutung eines Landes beruht. Man kann dann also nur noch feststellen, dass Kolonialismus unmoralisch ist. Das wollen wir in diesem Museum zeigen, wo wir selbst unsere Verantwortung übernehmen, auch für den Blick der Gesellschaft heute. Über 70 Jahre haben wir immer wieder die Botschaft verbreitet, dass die westlichen Kulturen den afrikanischen überlegen sind. Und es ist kein Wunder, dass das eben auch heute noch zu Schwierigkeiten in der gesellschaftlichen Wahrnehmung führt. Und das müssen wir natürlich entsprechend korrigieren. Unser Museum war ein großer Erfolg. Mehr als 500 Journalisten waren bei der Eröffnung dabei. 12.000 Besucher pro Woche kommen in unser Museum. Und die meisten Diskussionen gehen über die Frage der Wirkung der Kolonialherrschaft, dem heutigen Blick auf die Kolonialherrschaft. Dann, wie von Benedikt Savoy angesprochen, das Thema der Restituierung, der Rückgabe. Wir sind eine der größten afrikanischen Sammlungen in der Welt mit 35.000 Artefakten, 10.000 Objekten der Naturkunde, 1 Million Fotografen und so weiter und so weiter. Wir haben das alles. Also wir stehen im Zentrum dieser Debatte. Woher kommen unsere Sammlungsobjekte? Meistens aus der Zeit, auch der Zeit des Freistaats Kongo. Einige sind, wie gesagt, Kriegsbeute. Das haben wir dann auch entsprechend gekennzeichnet vor ein paar Jahren, woher unsere Sammlungsbestände kommen, dass sie aus der kolonialen Vergangenheit stammen. Und einiges ist auch aus wissenschaftlichen Expeditionen zu uns gekommen. Wir wollen offen und konstruktiv auch das Thema Rückgabe ansprechen. Wir sind davon ausgegangen, dass ein großer Teil des afrikanischen Erbes hier im Westen ist. Das bedeutet auch, dass wir eine Verantwortung haben und das ernsthaft angehen müssen. Wie sieht es mit dem derzeitigen Gesetzesrahmen aus, der keine Rückgaben erlaubt? Wir müssen darüber diskutieren, innerhalb der Gesellschaft dann entsprechende Maßnahmen treffen und entsprechenden Gesetzesrahmen schaffen. Wir sind der Ansicht, dass wir zunächst einmal dafür sorgen müssen, dass die afrikanischen Sammlungen offen sind und inventarisiert werden. Das würde auch den Dialog mit afrikanischen Behörden vereinfachen. Ich war vor einiger Zeit in Ruanda und der Direktor der dortigen Museen sagte mir, um entsprechendes Kulturerbe Ruandas überhaupt ausmachen zu können, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich keinen Zugang zu den Inventaren der europäischen Museen habe, die die entsprechenden Artefakte haben. Kurzfristig wird es darum gehen, einige Objekte mit großem symbolischem Wert zurückzugeben, ein analytisches Rahmenwerk zu schaffen, wo wir uns eine solche Rückgabe vorstellen können. Dann wollen wir auch mehr auf Provenienzforschung Wert legen und einen Austausch, wo diese Artefakte erworben wurden. Wir sind für Provenienzforschung, wir sind für mehr Investitionen in diesem Bereich, aber es wird sehr schwierig sein, tatsächlich herauszufinden, unter welchen Bedingungen ein Bestandsobjekt erworben wurde. Viele von denen kamen zum Beispiel durch Missionare zu uns. Wir wissen genau, wer sie hergebracht hat, aus welchem Dorf und so weiter. Was wir aber nicht wissen, wie die Missionare diese Objekte bekommen haben. Haben sie gesagt, ich spreche ein Gebet für sie, haben sie dafür bezahlt, haben sie bedroht? Das steht eben nicht in den Unterlagen. Und das ist ein schwieriger Bereich der Provenienzforschung, unter welchen Bedingungen ein solcher Austausch stattgefunden hat. Also wir dürfen auch nicht Unmögliches erwarten. Wir sind darüber hinaus der Ansicht, dass es keine Diskussion über menschliche Überreste geben sollte. Die müssen zurückgeführt werden, wenn es eine entsprechende Forderung gibt, berechtigte Forderung gibt. Und alles, was digital zurückgegeben werden kann, sollte auch zurückgegeben werden. Aus Plünderungen dazu sollte es natürlich auch keine Diskussion werden. Ein letzter und weiterer Punkt, die meisten Kollektionen stammen aus Kongo. Kongo hat kein Nationalmuseum. Ihre Priorität ist es, 85.000 Objekte, die wir in Kinshasa noch haben, zu konservieren. Wir brauchen dabei Hilfe und unsere Institution
Kongo wollen dort langfristig daran arbeiten. Wir haben also mit einem großen Programm begonnen, um die Fähigkeiten im Kongo und Ruanda zu stärken, auch Artists-in-Residence-Programme aufzulegen, Wissenschaftler-in-Residence für afrikanische Kollegen, die an unseren Studien, an unseren Kollektionen studieren. Frau Dr. Rebecca Habermas von der Georg-August-Universität in Göttingen. Bitte schön. Ich habe hier, glaube ich, die Funktion, die Historikerin zu machen, zusammen mit Manuela Bauer, und das tue ich auch gerne. Ich möchte mich darauf konzentrieren, der Frage nachzugehen, was und wie Kolonialgeschichte eigentlich erinnert werden soll. Und dazu ist es dienlich, in die Geschichte zu gucken und sich die Geschichte des kolonialen Erinnerns und Vergessens anzuschauen. Diese Geschichte beginnt direkt nach dem Ersten Weltkrieg, und was man beobachten kann, ist, dass dort eine regelrechte Kolonialnostalgie begann, die teilweise auch heute noch in Vorabendserien zu finden ist. Eine Kolonialnostalgie, die darauf abzielte, Glauben machen zu wollen, dass unsere Afrikaner und unsere Südseeschönheiten nur darauf warten, dass die deutschen Siedler und Kolonialbeamten wieder zurückkommen. Und man von der alltäglichen Willkür und Gewalt, dem Majimaji-Aufstand, aber auch den medizinischen Experimenten und der sogenannten Erziehung zur Arbeit, die die Grundlage für die ökonomische Ausbeutung der Kolonien war, geschwiegen hat. Es wurden gleichzeitig rührselige Bilder von Missionaren, aufopferungsvollen Missionaren verbreitet, womit vergessen wurde, dass nicht zuletzt durch die Arbeit der Mission, die ja vorgab, Seelen zu retten, ob die nun gerettet werden wollten oder nicht, maßgeblich dazu beigetragen haben, dem ebenso selbstgefälligen wie zynischen Bild Vorschub zu leisten, Europäer seien Menschen, die Zivilisation, Kultur und Fortschritt bringen, um zu retten, zu erlösen oder zu entwickeln. Verschwiegen wurde aber auch, dass die Mission nicht unerheblich dazu beigetragen hat, mit dem christlichen Gleichheitsversprechen die Unabhängigkeitsbewegung in der 60er Jahre mit Argumenten zu versehen, die dann der kolonialen Befreiung gegolten haben. Beschwiegen wurde schließlich auch das gemeinsame koloniale Erbe, und das besteht auch darin, dass die deutsche Wissenschaft wie die europäische Wissenschaft an sich bis heute eng verflochten ist mit dem Kolonialismus und dass weite Teile dessen, was wir heute lehren, sei es in der Botanik, in der Zoologie, aber auch in den Forschungen zum Alten Testament, nur zutage gefördert werden konnte, weil, um es zynisch zu formulieren, kolonialer Besitz eine maximale Nutzung von Raum und Menschen ermöglicht hat. Was lehrt uns dieser Blick in die Geschichte des Erinnerns? Ich glaube, es lehrt uns als allererstes, dass wir die Kolonialgeschichte nicht partiell erinnern können. Es geht um die Kolonialgeschichte, die Manuela Baucher auch benannt hat, die auf struktureller Willkür und struktureller Gewalt basiert hat und die der ökonomischen Bereicherung der Europäer gedient hat. Und es geht um die Kolonialgeschichte, die davon lebt, dass Europäer die Vorstellung hatten, sie seien Angehörige einer höher stehenden Kultur. Zweitens können wir lernen, dass dieses Erbe bis heute wirkmächtig ist. Sei es in unseren Köpfen, sei es in Straßennamen oder sei es auch in der Alltäglichkeit rassistischer Diffamierung. Und drittens, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir lernen können, ist, dass es um eine gemeinsame Geschichte geht und dass diese Vergangenheitsbewältigung, um dieses große deutsche Wort, was man in keine andere Sprache übersetzen kann, zu bemühen, dass Vergangenheitsbewältigung nur als eine gemeinsame Aktivität verstanden werden kann und nur dann gelingen kann. Konkret heißt das, um damit auch auf die Papiere der Grünen zumindest einzugehen, dass es selbstverständlich eine Einrichtung bedarf, in der Erinnerungsarbeit geleistet wird und dass diese natürlich aus Bildungsarbeit bestehen muss, zu der im Übrigen die Goethe-Institute genauso viel beitragen können wie die zivilgesellschaftlichen Gruppen, die sich seit Jahren schon darum bemühen, zweitens um Öffentlichkeitsarbeit kümmern muss und drittens aber auch aus Forschung bestehen muss, ohne die wir trotz aller Forschung, die schon vorliegt, nicht wissen, um was es eigentlich gegangen ist. Diese drei Säulen, und das ist mir wichtig, können nur funktionieren, wenn sie kooperativ sozusagen erarbeitet werden. Und kooperativ heißt zivilgesellschaftliche Gruppierungen und internationale Expertinnen und Experten, und zwar aus der ganzen Welt, selbstverständlich aus der ganzen Welt. Ohne eine solche Kooperation würde die Bundesrepublik Deutschland diese Vergangenheit und
das ist mir wichtig, erneut entsorgen oder, wenn man so möchte, neokolonial aneignen. Sei es als ein vermeintlich kleines Minderheitenthema, was nichts mit der deutschen Geschichte zu tun hat, sei es als nicht minder kleines akademisches Sujet. Damit würden wir uns an eine einmalige Chance bringen, das ist mein letzter Punkt, nämlich Beziehungen zu den Teilen der Welt nochmal neu anzugucken und nochmal neu zu strukturieren, die sozusagen mit der Kolonialgeschichte auf besonders gewaltsame Art und Weise zu tun hatte. Das heißt also, auf eine Grundlage neu zu stellen, die mit einem Respekt vor der gemeinsamen Vergangenheit sich auszeichnet und damit überhaupt erst den Ausgangspunkt bildet, um gemeinsam eine Zukunft zu gestalten, die eben, und dieser kleine Seitenhieb sei mir erlaubt, die insbesondere was Afrika anbelangt, nicht nur ökonomisch gesehen, im Moment eher an China geht. Und zu dieser neuen Grundlage für ein neues Würden Gespräch Sie auch auf die Zeit gucken, bitte? Gehört selbstverständlich, letzter Punkt, eine offensive Restitutionspolitik, die ohne das bekannte Rettungsnarrativ auskommt und auch ohne Abwertung der ehemaligen Kolonien, die sich vermeintlich nicht um ihre Objekte kümmern, genauso wie ohne zu leugnen, wie viel Europa nicht nur in kultureller und wissenschaftlicher Hinsicht den sehr häufig, freilich nicht immer geraubten Objekten seit weit über 100 Jahren verdankt. Okay, ein Punkt kann 10 Sekunden sein, kann aber auch eine Minute sein, wie wir sehen. Und ich würde Sie wirklich noch mal bitten, Professor Partzinger kennt das aus leidvoller Erfahrung, ich muss leider auch die unangenehme Aufgabe hier wahrnehmen, auf das Zeitregime zu achten. Noch mal für alle, die vortragen, Sie sehen da oben die Uhr. Ja, und damit haben Sie eine Selbstkontrolle, wie lange Sie geredet haben. Professor Partzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ich denke, es kann kein Zweifel sein, dass Kolonialgeschichte eine Geschichte von ungleicher Macht, Repression, Ausbeutung und Rassismus war und ist. Und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Und diese Geschichte betrifft auch die Museen, aber nicht nur. Es ist eine Aufgabe der Dekolonisierung der gesamten Gesellschaft, gerade einer Gesellschaft wie heute in Deutschland, die von Zuwanderung geprägt ist. Die letzte Zeit ist viel passiert. Politik und Museen, Kulturverantwortliche haben sich durchaus aufeinander zubewegt, haben eine Richtung entwickelt. Die Museen wissen, und ich kann hier nur für die Museen sprechen, dass sie sich bewegen müssen und sie sich auch bewegt haben. Wir haben den Leitfaden des Deutschen Museumsbund. Es gibt die Eckpunkte von Bund, Ländern und Kommunen. Und ich möchte mal so sagen, andere reden noch. Deutschland gibt ja auch bereits zurück. Lindenmuseum, die Witboi-Bibel. Wir haben ein halbes Jahr vorher nach Alaska Objekte zurückgegeben. Also es ist bereits im Gang. Provenienzforschung ist für diese Entscheidungen von zentraler Bedeutung. Provenienzforschung fragt nicht danach, in welchem Koffer ein Objekt nach Europa gekommen ist, sondern Provenienzforschung will die Erwerbungsumstände rekonstruieren. Den Gesamtkontext muss man betrachten. Natürlich, das haben die Vorredner schon gesagt, es ist nicht so einfach bei jedem Objekt, man muss ja auch von Gebrauchsobjekten, von Large-Scale-Collections ausgehen, in jedem Einzelnen wirklich genau rekonstruieren. Aber ich denke, man kommt nicht umhin, sich mit dem Kontext des Erwerbens auseinanderzusetzen. In dem Moment, wo er illegal ist, wir haben es schon gehört, auch Raubkunst und Ähnliches, militärische Strafexpeditionen unter Zwang, müssen die Dinge zurückgegeben werden. Aber wir bitten darum eben, dass man genau hinschaut. Es geht auch darum, wie bestimmte Sammler eben auch agiert haben, die in bestimmten Kontinenten unterwegs waren. Das kann schon eine ganze Menge über die Bewertung deren Sammlung aussagen. Also es ist ganz wichtig, hier differenziert zu betrachten. Und das hat nichts mit Zeitgewinn oder Ähnlichem zu tun. Die Beweislastumkehr wird von vielen Museen ja bereits praktiziert. Denn wenn eine Anfrage kommt, einer Community, eines Staates, dann sagen wir nicht, Sie müssen erst mal belegen, wie Sie überhaupt zu dieser Anfrage kommen, sondern gucken wir in unsere Bestände und schauen, wie ist das Objekt überhaupt erworben worden. Also da ist eigentlich schon vieles im Gange. Die rechtliche Grundlage, wir haben die Eckpunkte, wir wissen auch, die haushaltsrechtlichen Grundlagen müssen noch entsprechend geschaffen werden, dass Rückgaben möglich sind. Aber ich denke, das ist kein Problem nach der Verabschiedung der Eckpunkte. Aber ich würde mir auch wünschen, dass man auch ethische Leitlinien noch einmal möglichst international verabschiedet, dass es einen internationalen Konsens gibt, wie man mit diesem Thema einfach umgeht, vergleichbar den Washingtoner Prinzipien, die ja vieles bewegt haben, was in AIDS-Raubkunst betrifft. Die Zusammenarbeit auch bei der Prominenzforschung ist zentral. Wir haben 2 Jahre mit den Chugach aus Alaska gearbeitet und Sie haben von dem Bestand, der bei uns ist, nur ein Beispiel, jene Objekte zurückgefordert, die nachweislich illegal aus Gräbern entnommen worden sind, nicht den Rest. Das stelle ich mir unter Provenienzforschung vor. Ähnlich arbeiten wir jetzt mit Tansania. Und die Kooperation lässt immer auch die Möglichkeit zu, durch die Kooperation, wenn Sie feststellen, dass Objekte nicht nachweislich illegal erworben worden sind, aber vielleicht für eine bestimmte Community von besonderer spiritueller Bedeutung,
dann kann man solche Dinge trotzdem zurückgeben. Es gab einen Fall aus den 80er Jahren, wo die Stiftung bereits nach Simbabwe solche Objekte zurückgegeben hat. Hier ist Vertrauen schaffen, Kooperation und dann gemeinsam sehen, wie man mit diesen Dingen umgeht, bietet die Menge Möglichkeiten. Die Erwartungen in den Herkunftsländern sind riesig, vor allem Zugang zu Beständen, Information, Partizipation bei Forschung und Ausstellung. Wie die Dinge beschriftet werden, das hören wir immer wieder, ist von essentieller Bedeutung. Das Teilen der Deutungshoheit, Shared History, es ist unsere gemeinsame Geschichte. Shared heißt ja nicht teilen, sondern teilhaben, gemeinsam entwickeln. Wir haben zwei Kuratoren, die den Majimaji-Krieg im Tansania-Saal des Humboldt-Forums aufarbeiten und dort präsentiert werden. Es gibt Kooperationen mit Namibia, Angola, die Communities aus Venezuela, Kolumbien, Brasilien, mit denen wir zum Amazonastiefland zusammenarbeiten, werden sozusagen den Raum auch im Humboldt-Forum präsentieren. Oder Wang Shu, der den ganzen Raum gestaltet zur Präsentation der chinesischen Hofkultur. Also hier ist vieles im Gang. Und dank der Unterstützung gerade auch für das Humboldt-Forum, denn es braucht Geld, es braucht Mittel, das zu tun, Leute einzuladen, hinzufahren, Kooperationen nachhaltig zu gestalten. Dank der Möglichkeiten des Humboldt-Forums haben Sie hier viele Möglichkeiten. Und Transparenz, ein Thema, was auch schon genannt worden ist, ist enorm wichtig. Wir haben jetzt ein DFG-Projekt, sämtliche Werbungsunterlagen des Ethnologischen Museums vom frühen 19. Jahrhundert bis in die Mitte des 20. werden digitalisiert und dann zur Verfügung stehen. Es ist aber wichtig, das an einer Zentralstelle zusammenzuführen. Es waren oft dieselben Sammler, die verschiedene in den Museen beliefert haben. Man sollte nicht immer wieder von vorne anfangen, sondern auf entstandenem Wissen aufbauen. Und lassen Sie mich enden mit den Human Remains. Hier ganz klar nur noch darum gehen, dass Provenienzforschung dazu dient, die Objekte an die Community zurückzugeben, die sie rechtmäßig auch empfangen sollten. Wir haben so einen Fall. Wir werden im Herbst 1.100 Schädel die Erforschung abschließen mit Mitteln der Gerda-Henkel-Stiftung. Und 700 davon waren falsch beschriftet, Tansania. Jetzt stellt sich durch die Provenienzforschung raus, sie gehören nach Ruanda. Und ich glaube, das zeigt, wie wichtig das ist. Immerhin in 2,5 Jahren hat man für 1.100 Schädel hier Klarheit geschaffen. Wir werden sie zurückgeben. Und wichtig ist, wie es weitergeht. Auch für die Human Remains braucht es Forschung, braucht es eine Zentralstelle. Und das ist wichtig. Und der Erinnerungsort, das ist etwas, was mir sehr liegt. Sie wissen, den Raum der Stille, das war eine Initiative, die es vorgebracht hat. Ich glaube, es braucht so etwas, aber vielleicht reden wir darüber noch. Die Zeit ist um. In der nächsten Runde. Vielen Dank. Herr Ludwig von Pufendorf, bitte. Verstehen gegeben, dass ich kein Experte in Restitution kolonialen Kulturguts bin, sondern etwas von den Restitutionserfahrungen übertragen kann auf dieses Feld der Kolonialkulturgutrestitution. Ich halte es für ganz wichtig, dass die Provenienzforschung, von der Herr Patzinger gesprochen hat, möglichst vielseitig angelegt ist. Wir haben die Erfahrung, gerade bei den Kunstrestitutionen von jüdischem Kulturgut, die Erfahrung gemacht, dass die zu einseitige kunsthistorische Fixierung bei der Provenienzforschung oft nicht zu befriedigenden Lösungen führt. Deswegen ist es unabdingbar, die verschiedenen Wissenschaften, die hier hineinweben, zu berücksichtigen und ernst zu nehmen. Ich darf auf ein kleines Beispiel verweisen. Herr Professor Groß, Direktor des Deutschen Historischen Museums, hat in einem Aufsatz der FAZ vor kurzem eine Passage geschrieben, die ich unbedingt aufgreifen muss. Schnell wurde deutlich, das war nach einer Tagung im Juni vergangenen Jahres, schnell wurde deutlich, dass Namibia keinen Repatriierungsanspruch nach dem deutschen und internationalen Recht besitzt. Für eine Rückgabe sprechen aber ethische und politische Überlegungen. Das deckt sich mit vielen Diskussionen, die ich bei den Kunstrestitutionen in politischen Gremien erlebt habe. Ich bin immerhin in 4 der 16 Verfahren, die vor der beratenden Kommission verhandelt worden sind, beteiligt gewesen. Da wird oft in den politischen Gremien die Auffassung vertreten, das mag ja juristisch so sein, wie Sie vertreten haben, aber
Moralisch kann das nicht gelten. Die Trennung von Moral und Recht halte ich für verheerend. Es kann nicht angehen, damit zu unterstellen, dass dem Recht jeglicher ethischer Kern fehlt. So können wir an dieser Aufgabe nicht herangehen. Und deswegen ist es ungeheuer wichtig, ich komme noch mal wieder auf den Anfang zurück, dass wir jedenfalls dafür sorgen, dass auch zum Beispiel eine so gerade in diesem Zusammenhang wichtigen Gebiet des Völkerrechts mit einbeziehen. Ohne völkerrechtliche Expertise kommen Sie in dieser Grundproblematik nicht weiter. Meine besten Ergebnisse für eine gerechte und faire Lösung haben wir immer erreicht durch eine enge Zusammenarbeit zwischen den Historikern und den Juristen. Immerhin steht ja auch in der Präambel der Washington Erklärung, dass gerechte und faire Lösungen innerhalb des rechtlichen Rahmens der jeweiligen Staaten stattfinden muss. Also nehmen wir diese rechtlichen Rahmen nicht positivistisch, sondern nach ihrem ethischen Gehalt mit wahr. Und deswegen ist es unbedingt erforderlich, das Völkerrecht mitzubedenken. Wir haben hier eine Ethnologin heute mit am Tisch. Die Ethnologie ist zwingend erforderlich. Die Anthropologie muss bedacht sein. Und deswegen ist die Provenienzforschung so breit wie möglich anzulegen. Vielen Dank. Jetzt wäre Frau Professor Savoy, die ich, glaube ich, nicht vorstellen muss. Savoy, Entschuldigung, ich hatte Englisch und Russisch. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Staatsministerin Grütters, sehr geehrte Frau Staatsministerin Müntefering, sehr geehrte Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin Historikerin. Meine Expertise betrifft die Entstehungsgeschichte der europäischen Museen im 19. und 20. Jahrhundert mit einem Schwerpunkt auf Afrika. Und ich spreche im Folgenden nicht von Sammlungen aus der Südsee, aus den Amerikas, aus Alaska oder Asien. Ich beschränke mich hier auf Afrika. Erster Punkt, historische Fakten. Die gegenwärtige Präsenz großer afrikanischer Sammlungen in den Museen Europas ist ein Ergebnis der europäischen Kolonialgeschichte. Das ist ein historischer Fakt. Er ist statistisch belegt. Wer heute behauptet, in Deutschland sei nicht kolonial gesammelt worden oder, wie in der Antwort der Bundesregierung vom 13. Dezember 18 leider zu lesen ist, ich zitiere, den Museen und daher auch der Bundesregierung liegen hierzu, also zu den Zahlen, keine belastbaren Erkenntnisse vor. Wer so etwas schreibt, hat entweder kein Wille zum Wissen oder macht sich des historischen Revisionismus schuldig. Die belastbaren Erkenntnisse, meine Damen und Herren, liegen sehr wohl vor. Sie wurden in den 1960er und 70er Jahren von den Museen selbst publiziert, als es ihnen, den Museen, noch nicht gefährlich erschien, solche Zahlen zu veröffentlichen. Für Afrika brauchen Sie nur den 1973 publizierten Jubiläumsband des Berliner Völkerkundemuseums auf Seite 106 aufzuschlagen, um diese belastbaren Zahlen zu finden. Sie lauten 1880 3361 Katalognummern aus Afrika, 1914 60.182 Katalognummern aus Afrika. Das ist ein Zuwachs von ca. 1.800%. Dasselbe gilt für kleinere Museen auch. Erkenntnisse qualitativer Art, etwa über die Art und Weise, wie, mit welchen Methoden, durch wessen Hände, was gesammelt wurde, finden Sie ebenfalls in alten Museumspublikationen. Die Erwerbungen, auf die Sie besonders stolz waren, publizierten die Berliner Museen zum Beispiel in ihren amtlichen Berichten. Ich habe Ihnen ein eindrucksvolles Beispiel für ein Objekt aus Kamerun mitgebracht, dessen Erwerb die Berliner Museen 1908 besonders rühmten. Urteilen Sie selbst, ich gebe das gerne rum auf Seite 2. Zweiter Punkt, Déjà-vu. Die Debatte, die wir heute führen, ist keine neue Debatte.
Es hat sie schon einmal gegeben, in aller Ausführlichkeit und in aller Öffentlichkeit und in ganz Europa zwischen 1978 und 1982. Einige hier waren noch nicht geboren. Ich war 6. Heute ist diese Debatte komplett aus unserem kollektiven Gedächtnis verschwunden. Besser gesagt, sie ist aktiv erstickt worden. Wer erinnert sich heute noch, dass im Sommer 1982 Hildegard Hambrücher, die man nicht des Aktivismus oder des Radikalismus beschwichtigen kann, damals noch Staatssekretärin im Auswärtigen Amt, sich, ich zitiere Frau Hambrücher, für Großzügigkeit bei der Rückgabe von Kulturgütern öffentlich einsetzte und in einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung sagte, ich zitiere, die Frage der Restitutionen wird in den kommenden Jahren zu einem der Hauptthemen der kulturellen Beziehung werden. Es ist durchaus denkbar, dass aus Anlass des 100. Jahrestages der Unterschreibung der Schutzverträge mit den ehemaligen deutschen Kolonien Togo und Kamerun in Afrika 1984 Kulturgüter zurückgegeben werden. Das war vor 37 Jahren. Nichts ist passiert. Warum? Dritter Punkt, Abwehrmanöver der Museen und gewollte Intransparenz. Ich möchte an dieser Stelle das politische Archiv des Auswärtigen Amtes sehr loben und damit die in Deutschland herrschende Auffassung, historische Arbeit und Transparenz sei ein zentrales Element der Demokratie. Es war mir in den letzten Wochen möglich, dort im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes Dokumente zu finden, die einem klar vor Augen führen, warum vor 40 Jahren die Initiative von Frau Hambrücher scheiterte. Um es kurz zu machen, sie scheiterte am organisierten Widerstand der deutschen Museen und von Kunsthistorikern. Erlauben Sie mir, auch wenn es weh tut, einige Sätze aus zwei vertraulichen Dokumente zu zitieren, die in jenen Jahren das Auswärtige Amt erreichten. In einer Handreichung über Restitution unter der Rubrik sauberer Erwerb ist zu lesen, ich zitiere, der Begriff der Restitution muss abgewehrt werden. In der Diskussion um einen neuen Begriff wurde Transfer eingebracht, der für die Bundesrepublik Deutschland viel brauchbarer erscheint. Zweitens, in derselben Handreichung unter Objektverzeichnissen ist zu lesen, vor der Erstellung solcher Listen wird sowohl von Seiten unserer Völkerkundemuseen als auch der Kulturverwaltung gewarnt. So würden Begehrlichkeiten aus der Dritten Welt erst recht geweckt. Drittens, in einem anderen Dokument steht, den vorstehenden Überlegungen liegt die Annahme zugrunde, dass die Eskalation des Rückgabeverlangens der Länder der Dritten Welt weiter fortschreitet und dass daher eine teils abwehrende, teils hinhaltend nachgebende Stellungnahme zu den immer konkreter werdenden Forderungen als taktisch günstigste Lösung erscheint. Fazit: Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der Art und Weise, wie in den letzten Wochen die Diskussionen hier verlaufen, möchte ich anregen, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, dass Sie erstens die Aufarbeitung. Frau Sauer, würden Sie bitte auch auf die Zeit achten? Es ist über eine Minute drüber. Ja. Die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit der Museen nicht den Museen alleine überlassen wird und dafür zu sorgen, dass eine unabhängige Historikerkommission sich damit befasst, wie es in anderen sensiblen Bereichen üblich ist. Und zweitens, dass sie darauf drängen, dass die Objektverzeichnisse, die Inventare der Museen, so wie sie heute sind, Zettelkataloge, Excel-Tabellen, PDFs etc., sofort veröffentlicht werden. Ich bedanke mich. Sie haben ja auch noch mal die Gelegenheit, auf das, was jetzt nicht gesagt werden kann, in der zweiten und dritten Runde einzugehen. Insofern, Sie haben ja alle noch mal das Wort. Nein, als Erster, Sie sind noch nicht dran, Herr Vogel, sondern nach dem Alphabet kommt jetzt Herr Sükwa, Professor Sükwa von der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hamburg. Und der Vogel, das V, kommt zum Schluss. Bitte schön, Herr Sükwa. Werte Damen und Herren, ich möchte mich in diesem kurzen Statement nicht mit technischen Details aufhalten. Dafür gibt es genug Sachverständige in diesem Raum. Das Thema scheint mir eminent politisch zu sein, denn das politische Handeln als auch die politischen Normen fußen auf einer politischen Ethik, die ihre Metasprache, also ihre Vektor und Kompass darstellt. Ich möchte deshalb mit Ihnen drei allgemeine Anmerkungen bezogen auf das zur Debatte stehende Thema der kulturpolitischen Aufarbeitung des deutschen kolonialen Erbes teilen und Fragen, die damit einhergehen, formulieren.
Die erste Anmerkung betrifft den strukturierenden Kontext der Debatte. Die Diskussion um die Aufarbeitung des kolonialen Erbes hierzulande ist eine Metonymie für Debatte im postkolonialen Kontext. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass sie immer noch unter Bedingungen von strukturellen und symbolischen Ungleichgewicht der Machtbeziehungen und Kräfteverhältnisse zugunsten der ehemaligen kolonialen Mächte stattfindet. Mit dem Unterschied, dass dank Migration und Prozessen der sozialen Hybridität der Kolonisierte respektive seine Nachkommen heute auch Zugehöriger der kolonialen Gesellschaft ist. Er hat nicht nur mehr Bewusstsein über die Kolonialgeschichte und ihren Folgen für die Gegenwart, sondern auch und vor allem einen moralischen Vorteil gegenüber den ehemaligen Kolonisatoren. Denn er weiß, um Aimé Césaire zu zitieren, dass der Herrscher nicht die Wahrheit sagt und seine Überlegenheit gestern wie heute nicht auf Werten fußt, sondern auf der Kraft der Gewalt, deren diskursive und ideologische Legitimation er zu beherrschen vermag. Diese der postkolonialen Debatte zugrunde liegende Strukturierung führt dazu, dass die ehemalig Kolonisierten immer auf den guten Willen der ehemaligen Kolonialmacht angewiesen sind, ob, wann, worüber, wie, mit wem sowie mit welchem Erfolg verhandeln werden kann. Die Frage, die sich hier stellt, ist, ob die involvierten Akteure in der Lage sein werden, sich dieser Grundstrukturierung der postkolonialen Debatte zu entziehen. Meine zweite Anmerkung betrifft die Ethik der Aufarbeitung. Angesichts der ethischen Dimension, die dieser Debatte zugrunde liegt, angesichts der Immensität der kolonialen Verbrechen und deren Kontinuität in Form von postkolonialen Absurditäten und Gewalt in der Gegenwart, angesichts der Tatsache, dass all dies letztendlich unsere Werte, auf die wir Europäer und Deutsche so stolz zu sein scheinen, mit der Frage konfrontiert, ob wir zivilisiert oder Barbaren sind, scheint es mir sinnvoll, die Frage zu diskutieren, wie eine Ethik der Aufarbeitung implementiert werden kann, die sich ohne jegliche List dem Vierklang Entschuldigung, Entschädigung, Transparenz und Restitution als Grundlage einer gerechten Versöhnung verpflichtet. Meine dritte Anmerkung betrifft die normative Voraussetzung der Rehabilitation und Versöhnung. Wie kann in diesem Prozess der Aufarbeitung eine reale Partizipation, also Teilhabe, Teilgabe und Dialog mit ehemalig kolonisierten Ländern unter Bedingungen von Machtasymmetrien stattfinden? Es bietet sich an, dass der Stärkere, der zugleich historisch der Täter ist und moralisch eine unvergessliche Bürde auf dem Gewissen trägt, die Möglichkeit ergreift, sich zu rehabilitieren. Denn im Prinzip ist nur der historisch Besiegte, der Überlebende und Nachkomme der kolonialen Barbarei gestern wie heute in der Lage, den Kolonisator moralisch zu rehabilitieren. Ob diese Rehabilitation stattfinden kann, hängt vom Sieger ab. Der Patient muss sich heilen lassen wollen. Dies geht nur, wenn er auf das, was ihn zum Kranken gemacht hat, nämlich die rohe und symbolische Gewalt zum Zweck seiner hegemonialen Macht verzichtet, um sich reumütig, demütig und partnerschaftlich in einem therapeutischen Dialog mit dem Opfer, dessen Nachkommen und all denjenigen, die an Werte der Menschlichkeit und der globalen Solidarität glauben, zu begeben. Sie verstehen schon, meine Damen und Herren, wie zufriedenstellend und nachhaltig diese Aufarbeitung des kolonialen Erbes sein wird, hängt jenseits von politischen Absichtserklärungen maßgeblich von der Art und Weise ab, wie der Gesamtprozess ethisch verständigungsorientiert gestaltet wird und von der effektiven Partizipation der Nachkommen derjenigen, denen Unrecht durch Kolonialismus angetan worden ist, in allen Etappen des Prozesses. Wenn dies nicht geschieht, laufen wir Gefahr, in einem Prozess, wo es letztendlich um die Heilung der Gewalttäter durch eine gerechte Versöhnung mit dem Opfer geht, Gewalt zu reproduzieren. Ich schließe mit einem Zitat von Kierkegaard ab. Genauso wichtig wie die Wahrheit und noch mehr ist die Art und Weise, wie sie akzeptiert wird. Und es wäre nicht sehr hilfreich, Menschen dazu zu bringen, die Wahrheit anzunehmen, wenn sie durch die Art und Weise, wie sie dazu gebracht wurden, sie zu akzeptieren, aus ihr herausgeworfen würden. Ich bedanke mich.
Vielen Dank. Und last but not least, Professor Vogel vom Museum für Naturkunde in Berlin, der Generaldirektor. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Frau Budde, liebe Abgeordnete, liebe Staatsministerin Grütter, liebe Staatsministerin Müntefering. Ich bin Generaldirektor des Museums für Naturkunde und ich bin Genetiker. Es ist hier jetzt viel gesagt worden, wo meine wissenschaftliche Ausbildung mir vielleicht eine Meinung, aber unter Umständen schwieriger ein Urteil erlaubt. Ich möchte also aus der Sicht eines Naturwissenschaftlers hier sprechen. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken, dass ich hier zu Ihnen sprechen darf. Für mich ist eine differenzierte Debatte in diesem Thema notwendig. Deutschland ist geübt, sich schwierigen Debatten zu stellen. Dies ist ein wichtiger Teil davon. Eine sachliche, aufgeklärte, faktenbasierte Debatte muss im Vordergrund stehen. Und ich möchte mich ausdrücklich beim Bundestag bedanken. Die Gründung der Agentur für internationale Museumskooperation oder auch die Stärkung des Deutschen Zentrums für Kulturgutverlust im Hinblick auf Provenienzforschung sind wichtige Schritte in diese Richtung. Für mich aber muss diese Debatte in die Zukunft denken. Für mich ist es wichtig, wie schaffen wir eine gemeinsame zukünftige Welt, wie schaffen wir ein globales Wissen. Für das Thema Natur haben Naturkundemuseen diese Aufgabe schon längst für sich erkannt und wir in Berlin arbeiten ganz intensiv daran. Naturwissenschaftliches, wissenschaftliches und auch Erfahrungswissen über Natur kann ein Modell für andere Arten von Wissen in einer globalen, nachhaltigen und verantwortungsbewussten Welt sein. Dafür pflegen und entwickeln wir globale Zusammenarbeit und Netzwerke und werden als Partner global gesucht und geschätzt. Immer wieder werden wir auf den Wunsch nach wissenschaftlich-technischer Zusammenarbeit hin angesprochen. Aus dem Sudan, aus Ecuador, aus Tansania, aus Vietnam oder aus Kolumbien. Wir tun das, wir stehen dafür bereit und werden vom BMBF, vom Bundestag, vom Außenamt, von anderen unterstützt. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Hier ist aber, und das haben wir jetzt auch schon gehört, sehr, sehr viel Luft nach oben. Und ich glaube, weitere Unterstützung muss hier kommen. Ich glaube aber auch, dass wir in der Debatte unterscheiden müssen. Es gibt, glaube ich, zwei Debatten. Jedenfalls nehme ich das so wahr, als global agierendes Forschungsinstitut. Es gibt eine Debatte der hier lebenden Menschen, wo es um die Gerechtigkeit in Deutschland und, wie wir auch gerade gehört haben, die Aspekte der Macht innerhalb von Deutschland wichtig sind. Auf der anderen Seite sehen wir aber ganz klar das Kooperieren wollen der Menschen in ehemalig kolonialen Gebieten, die vielleicht schwerpunktmäßig für mich jedenfalls eine Suche nach einer globalen Gerechtigkeit darstellt. Hier können wir handeln, hier muss ganz viel getan werden. Mit und nicht über uns handeln ist ein wichtiger Satz. Bereits seit vielen Jahrzehnten sammeln und arbeiten Naturkundemuseen mit Wissenschaftlerinnen aus fast allen Ländern der Welt. Für uns ist seit langem Modus mit und nicht über andere zu arbeiten. Das ist nicht immer so gewesen, das wissen wir. Ziel unserer Arbeit ist keine Entscheidung über Personen oder Dinge, sondern mit Menschen. Wir arbeiten daran, dass es nicht zu einer Perpetuierung der asymmetrischen Machtstrukturen kommt. Diese sind Grundsätze aus der Rassismusdebatte, die auch hier Grundlage des Handelns und Denkens sein müssen. Gleichzeitig stehen wir aber alle in einem Spannungsfeld. Schauen Sie sich die verschiedenen Debatten und die Diversität in den Expertengruppen, die dazu reden, an. Wie kommen wir über solche Strukturen hinweg? Wir machen das als Haus, indem wir uns ganz intensiv mit Kooperation beschäftigen. Wir haben dazu einen Global Summit gemacht, der ist auch öffentlich einsehbar. Dort sehen Sie, wie über 200 Teilnehmer aus 24 Ländern sich zu diesen Themen auseinandersetzen und welche Grundlagen sie gerne möchten. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir Natur- und Kulturgüter differenziert betrachten müssen. Ich bin Genetiker. Mein Forschungsgebiet war die genetische Diversität weit verbreiteter Pflanzen und Klimawandel in den letzten 2 Millionen Jahren. Eine Pflanze, an der ich gearbeitet habe, hat eine kontinuierliche Verbreitung vom Kilimandscharo bis nach Spitzbergen. Ursprung dieser Art und der Diversität ist im Nahen Osten, heutige Türkei oder Syrien. Genauso wie unser tägliches Brot, der Weizen. Natur ist global, hat nichts mit Politik zu tun, kannte noch nie politische Grenzen. Wir müssen uns überlegen, wie wir das Wissen um Natur heute benutzen,
um eine nachhaltige Welt zu schaffen. Denn, wie Sie alle wissen, bricht uns die Natur gerade weg, auch aufgrund der asymmetrischen Machtverhältnisse. Das muss geändert werden. Wir müssen ein Zusammenfinden. Viele Länder in Südamerika, Asien und Afrika wollen wissenschaftlich nach vorne gehen. Deutschland hat hier eine besondere Herausforderung, der wir auch gerne nachkommen wollen. Im Nagoya-Protokoll ist festgelegt und seit 1994 jetzt vertraglich geregelt, dass alle Sammlungsgegenstände vor 2012 legal im Naturbereich vorhanden sind. Deutschland, 115 andere Staaten haben dieses Abkommen unterzeichnet. Wir haben 180 Gastwissenschaftler Herr Vogel, aus aller Sie Welt achten bei uns, bitte auch auf die Zeit. 560 Sammlungsgäste, 53 Kooperationspartner. Wir stellen uns dieser Herausforderung. Ich danke für die Unterstützung durch den Bund und freue mich auf weitere Zusammenarbeit mit vielen Partnern. Dankeschön. Als erstes hat Frau Staatsministerin Grütters das Wort. Ja, ich, Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren und Kolleginnen und Kollegen, ich danke sehr für diese sehr ausführliche Beratung dieses wichtigen Themas, die Aufarbeitung unserer Geschichte. Das ist ein Schwerpunkt bei uns bei BKN und natürlich auch der deutschen Kolonialgeschichte gehört in Deutschland zum demokratischen Grundkonsens. Die Regierungsparteien haben sich in ihrem Koalitionsvertrag dazu auch klar bekannt. Es ist hier unabdingbar, daran muss immer wieder auch gerade von Bundesseite erinnert werden, dass sich Bund, Länder und Kommunen gemeinsam hier engagieren. Das kann nicht eine Instanz, auch nicht der Bund alleine tun. Und mit den ersten Eckpunkten zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, die wir am 13. März, also gerade erst aktuell verabschiedet haben, machen wir deutlich, dass wir uns gemeinsam eben dieser unserer historischen Verantwortung auch stellen. Wir haben zentrale Handlungsfelder und Ziele benannt, unsere generelle Bereitschaft zur Rückführung bekräftigt. Die ist generell und grundsätzlich und sehr offen und engagiert vorhanden und haben dabei klargestellt, dass internationaler Dialog und Diskurs aber auch eine Grundvoraussetzung für einen verantwortungsvollen Umgang mit dieser schwierigen Materie sind. Letzterer ist nur möglich, wenn wir für Menschen aus den Herkunftsstaaten und Gesellschaften erfahrbar machen, welches Sammlungsgut überhaupt in den deutschen Kultureinrichtungen vorhanden ist. Das haben einige von Ihnen ja auch gefordert. Erfassung, Digitalisierung und Veröffentlichung von Beständen und Inventaren sind daher dringend erforderlich. Bestenfalls in einer, finden wir, zentralen Datenbank, die Deutsche Digitale Bibliothek, die ja auch sehr mit den Metadaten sehr verantwortungsbewusst voll umgeht, könnte unseres Erachtens, meines Erachtens, einen guten Lösungsansatz dafür bieten. Eine weitere Voraussetzung, es ist ja manchmal etwas strittig, unseres Erachtens ist das aber so, ist die Erforschung von Herkunft und Erwerbsumständen des Sammlungsguts. Ich habe mich deshalb dafür eingesetzt, dass das von mir finanzierte, vom Bund finanzierte Deutsche Zentrum Kulturgutverluste einen neuen Fachbereich dazu einrichtet. Das ist inzwischen geschehen. Wir haben ihn, dank des Bundestages konnten wir die Mittel auch bekommen, um 4 zusätzliche Stellen und knapp 2 Millionen Euro jährlich erweitert. Und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Herr Patzinger weiß das, wurden im Bundeshaushalt 18 bereits 6 neue Stellen für Provenienzforschung gegeben, davon alleine 4 für diesen Themenkomplex. Eine Forschungsdatenbank, die vom Deutschen Zentrum entwickelt wird, soll auch die Ergebnisse der Provenienzforschung für Kulturgüter aus kolonialen Kontexten dann beherbergen. Auch diese Forschungsdatenbank wird seit 2 Jahren erstellt und soll in diesem Sommer fertig werden. Das enthebt die Kultureinrichtung selber, dieses Bundesgeld und das Bundesengagement. Das ist ja ein zentrales Angebot, was für alle gelten soll. Aber es enthebt natürlich die Einrichtung im Einzelnen nicht davon, selber ihrer Verpflichtung nachzukommen und die Sammlungsherkunft transparent zu bearbeiten, aufzuklären und darzustellen. Zu den Rückführungen mit Kulturgütern, die in rechtlich bzw. ethisch heute nicht mehr vertretbarerweise nach Deutschland gelangt sind, müssen wir verantwortungsvoll und sensibel umgehen, weil da das Thema Rückführung natürlich im Raum steht. Der sinnvolle Weg kann dabei aber nur im Einvernehmen mit den Betroffenen gefunden werden, völlig unstrittig ist. Und das ist auch gängige Praxis, dass menschliche Gebeine aus kolonialen Kontexten nicht in europäische Depots gehören, sondern in die Obhut der Nachfahren, so schwierig das auch manchmal zu klären ist. Es geht aber auch darum, eine Gedächtnislücke zu schließen. Wir stellen ja fest, dass wir mit der jüngeren Vergangenheit, SED-Diktatur, Nazi-Diktatur, einigermaßen einen Umgang gefunden haben.
immer noch nicht ausreichend, aber zumindest, dass hier noch mal wieder einen Schritt zurück in der Geschichte einfach große Gedächtnislücken sind. Und deshalb müssen nicht nur die Kultureinrichtungen, sondern natürlich auch die Schulen ertüchtigt werden, damit umzugehen. Und mit den ersten Eckpunkten haben wir zumindest aus der Kulturseite und mit dem Auswärtigen Amt zusammen das Fundament für ein angemessenes Vorgehen bei den Kultureinrichtungen in unserer Obhut zumindest geschaffen. Die Einrichtungen, Frau Arndt und andere, sind da mit beteiligt worden. In der AG von Bund, Ländern und Kommunen werden wir uns eingehender austauschen und diese Papiere auch weiterentwickeln. Das ist jetzt ein erstes Angebot. Besonders wichtig ist mir, dass wir in diesem nächsten Schritt die Expertise von Fachleuten aus den Herkunftsländern und aus Deutschland einbeziehen. Da will ich nicht vergessen zu sagen, dass der Deutsche Museumsbund da wirklich den ersten großen Aufschlag schon vor 3 Jahren gemacht hat. Wir haben ihr Papier finanziert. Sie haben einen, wie ich finde, sehr, sehr guten ersten Leitfaden gemacht, der jetzt unter Einbeziehung der Herkunftsländer erneuert wird, in mehreren Sprachen auch verfügbar ist. So, ich komme zum Schluss. Tatsächlich sind es natürlich enorme historische, moralische und politische Herausforderungen, mit denen uns die Erinnerung an die deutsche und, Herr Greisel, es ist ja hier europäische Kolonialgeschichte konfrontiert. Die Aufarbeitung dieser Vergangenheit ist Teil der Verantwortung Deutschlands und Europas aber auch und bietet die Chance natürlich zu neuen Formen der Partnerschaft und Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern. Uns geht es auch und vor allen Dingen darum, eine internationale Zusammenarbeit mit den Herkunftsgesellschaften in einem ja dann doch besseren neuen Geist der Partnerschaft und der Würde hier zu etablieren. Vielen Dank. Frau Staatsministerin Müntefering, bitte. Daran kann ich nahtlos anknüpfen. Das Wohlergehen Europas ist aufs Engste mit dem unseres Nachbarkontinenten Afrikas verbunden. Und wir sind überzeugt in der Außenpolitik, dass wir weltweit keine schwachen Partner brauchen, sondern dass wir starke Partner brauchen, weil die großen Herausforderungen unserer Zeit, Klimawandel, Digitalisierung, Migration, nur gemeinsam gelöst werden können. Und deswegen vertiefen wir auch als Bundesregierung unsere Zusammenarbeit mit Afrika. Und das ist gerade deutlich geworden. Ich habe Ihnen die ersten druckfrischen Exemplare mitgebracht. Ich habe noch nicht ganz so viele, weil das der Vordruck ist sozusagen. Die afrikapolitischen Leitlinien der Bundesregierung mitgebracht, die wir gerade im Kabinett verabschiedet haben. Und in diesen Leitlinien finden Sie auch eine besondere Bedeutung der zivilgesellschaftlichen Partnerschaft. Und darin enthalten ist auch die Aufarbeitung der Kolonialvergangenheit. Also wir machen das auch hier deutlich und das sind die Leitlinien der Bundesregierung insgesamt. Wir erleben also insgesamt gerade einen Moment, wir haben das gerade gehört, es wurde schon einmal versucht, die Kolonialvergangenheit auch hier in Deutschland, auch Europas aufzuarbeiten. Wir erleben aus meiner Sicht gerade einen Moment, der eine wirkliche Chance ist. Eine Chance, zusammen zu einer politischen Debatte zu kommen, die umfassend ist und die die gesamte Gesellschaft auch mit einschließt und beschäftigt. Und wir sind an dieser Stelle nur, weil es auch zivilgesellschaftliche Organisationen gegeben hat, Forscherinnen und Forscher gegeben hat und immer noch gibt, zum Glück, wie wir gerade gehört haben, mit den neuesten Ergebnissen, die das erarbeiten und auch der Politik dabei helfen, hier auch voranzukommen. Als Hildegard Hamm-Brücher im Amt war, 82, war ich gerade 2. Ich konnte bis gerade noch nicht sagen, warum es damals genau gescheitert ist. Ich bin jetzt ein Stückchen schlauer geworden, auch wenn ich selber schon im Archiv war. So viel Zeit hatte ich noch nicht, Frau Savoy. Insofern sind das natürlich Dinge als Beispiel, die in so eine Debatte auch mit einfließen müssen und die uns vor allen Dingen lehren müssen, was wir heute anders zu tun haben. Insgesamt ist das Thema, das hat Frau Grütters gerade schon gesagt, im Koalitionsvertrag besonders genannt. Wir hatten unser kulturpolitisches Spitzengespräch, das heißt, wir haben einen Schulterschluss hier von Bund, Ländern und Kommunen und die ersten Eckpunkte sind auch sehr positiv insgesamt aufgenommen worden, so war meine Wahrnehmung. Wir werden übrigens die englische und französische Übersetzung dieser Eckpunkte auch als Auswärtiges Amt übernehmen und wir werden die in Kürze auch auf der Homepage zur Verfügung stellen. Wir alle wissen, dass wir bei der Aufarbeitung ganz am Anfang einer Debatte stehen. Und der Umgang mit Sammlungsgut ist dabei ein Aspekt. Und deswegen
will ich noch mal darauf eingehen, wie breit das Thema angelegt ist, denn es hat gerade auch im Europäischen Parlament eine Entschließung zu den Grundrechten von Menschen afrikanischer Abstammung in Europa gegeben. Ein interessantes Dokument, das ich in Vorbereitung auf diese Sitzung mir noch mal angeschaut habe. Darin werden die Mitgliedstaaten aufgerufen, sich ihrer kolonialen Vergangenheit anzunehmen und aktiv gegen Rassismus und Benachteiligung von Menschen afrikanischer Abstammung vorzugehen. Also die Notwendigkeit einer solchen gesamtgesellschaftlichen Debatte, die haben wir auch, Frau Rüthers und ich, in unserem Gastbeitrag in der FAZ zum Ende letzten Jahres deutlich gemacht. Die Schwerpunkte des Auswärtigen Amtes sind die kulturelle Zusammenarbeit, ist der Kulturaustausch und der Ausbau der kulturellen Infrastruktur in den verschiedensten Ländern. Und das Auswärtige Amt hat schon eine ganze Menge auf den Weg gebracht. Aktuell sind die Goethe-Institute in einem panafrikanischen Dialog und haben einen Austausch mit Kuratorinnen und Kuratoren, mit Künstlerinnen und Künstlern und versuchen auch zuzuhören und zu erfahren, was in den verschiedenen Herkunftsländern eigentlich für eine Perzeption da ist, was für Erwartungen auch an uns da sind. Und es wurde gerade schon gesagt, ja, Herr Vogel, wir müssen nicht über, sondern wir müssen mit Afrika sprechen. Aber die Frage ist natürlich ganz exakt die, wie tun wir das eigentlich? Und die Grundlage der internationalen Kulturpolitik heute, die Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes wird 2020 100 Jahre alt, ist die Kooperation und noch mehr die Koproduktion. Und das ist der Geist, das ist die Haltung, mit der wir die unterschiedlichsten Projekte vorantreiben. Herr Patzinger hat einige genannt in Tansania, die wir unterstützen. Und wir sind im Aufbau einer internationalen Agentur für die Museumskooperation. Und dank des Bundestages, damit komme ich zum Ende, haben wir auch einen neuen Titel im Haushalt und können uns auch auf den Weg machen und tun das auch, dieses auch auszufinanzieren und zu gestalten. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die erste Runde. Schließen sich die erste Fragerunde an. Wir haben vereinbart 3 Minuten pro Sprecherin, Sprecher, pro Fraktion. Und ich sage es noch mal, innerhalb dieser 3 Minuten müssen die 2 Fragen gestellt werden, nicht hintendran. Bündnis 90 Die Grünen als Antragstellerin, Frau Kappert-Gonter, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Unser koloniales Erbe stellt ein immer noch überwiegend verdrängtes Kapitel unserer Vergangenheit da, und es ist überfällig, dass wir endlich einen verantwortungsvollen Umgang mit diesem Erbe finden. Und unser leitendes Prinzip dabei sollte sein, dass wir als die Nachfahren der Tätergeneration Demut zeigen und die Deutungshoheit zugunsten der Nachfahren der Betroffenen abgeben. Und dabei geht es natürlich um weit mehr als um die Rückgabe von Objekten, aber es geht eben auch um Restitution. Wir treten dafür ein, dass es eine umfassende Bereitschaft zur Rückgabe gibt und dass die Herkunftsgesellschaften einen rechtlichen Anspruch auf die Rückgabe ihres Kulturgutes bekommen. Und der sogenannte koloniale Kontext muss endlich als Unrechtskontext anerkannt werden. Für den Prozess der Rückgabe bedarf es einer Zentralstelle, die die Herkunftsgesellschaften proaktiv über den Verbleib des Kulturguts informiert. Diese neue Zentralstelle wollen wir Grüne am Deutschen Zentrum für Kulturgutverlust in Magdeburg ansiedeln. Ausgangspunkt für die Restitution ist die breite und nachhaltige Förderung der Provenienzforschung, Inventarisierung und Digitalisierung. Und dabei ist es selbstverständlich, dass der Bund auch finanzielle Mittel für diese umfassende Restitution zur Verfügung stellen muss. Wir Grüne sehen die Notwendigkeit eines ganz breiten gesellschaftlichen Diskurses zur Aufarbeitung unseres kolonialen Erbes. Die Debatte um Restitution sollte unserer Meinung nach als Türöffner genutzt werden, um ein verdrängtes Kapitel deutscher Geschichte umfassend aufzuarbeiten. Dazu machen wir in unserem Antrag, der ja heute zur Diskussion steht, eine Reihe von konkreten Vorschlägen, beispielsweise ein Förderprogramm zur transnationalen Aufarbeitung, intensivere Partnerschaften mit den Herkunftsgesellschaften und die Etablierung einer Erinnerungs- und Lernstätte. Meine beiden ersten Fragen gehen an Professor Dr. Savoy.
in Ihrem gemeinsam mit Felwin Tsar erstellten Bericht zur Restitution afrikanischen Kulturguts weisen Sie auf die Möglichkeit einer neuen Beziehungsethik zwischen Frankreich und den Nachfolgestaaten der damaligen Kolonien hin. Was meinen Sie mit diesem Begriff? Welche Schritte sind Ihrer Auffassung nach notwendig, um eine solche neue Beziehungsethik aufzubauen? Und inwiefern sind wir, die Nachfahren der Tätergeneration, dabei angehalten, die Deutungshoheit abzugeben? Die erste Frage. Und die zweite, wie stehen Sie zu unserer Forderung, eine Zentralstelle am Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste zu etablieren, um den Prozess der Aufarbeitung der Provenienzen zu bündeln und die Herkunftsgesellschaften proaktiv über den Verbleib der Kulturgüter zu informieren? Vielen Dank. Vielen Dank für den zweiten Antragsteller für die FDP-Fraktion, Herr Ebbing. Ja, ich habe mal lieber, dann kann ich mich an die Gäste wenden. Vielen Dank auch von meiner Seite für Ihr Kommen und für Ihre Ausführungen, die mir zeigen, dass wir in der Diskussion noch lange nicht zu Ende sind. Und ich eigentlich mal ganz am Statement von vornherein sagen möchte, ich würde mich freuen, bevor wir im Bundestag entscheiden hierüber, dass wir wirklich noch ausführlicher diskutieren über die Problematiken. Und ich denke mal, es ist ein guter Anfang, den wir hier heute machen. Ich möchte auch jetzt selber, auch so, solange auch, obwohl es mich sozusagen in den Fingern zuckt, nicht über Schuld, Moral, Verantwortung, Ethik im Einzelnen anfangen zu sprechen, sondern würde ganz gerne auf den konkreten Antrag der Grünen eingehen und auf unseren sozusagen Ergänzungsantrag auch ein bisschen eingehen. Ich freue mich, dass die doch ehrenvolle Frau Hambrücher genannt worden ist. Ja, und es ist angesprochen worden und ja, es ist halt nicht verfolgt worden. Insofern ist das gut, dass wir heute hier sitzen. Kurze Stichworte, und ich habe noch ein paar Minuten. Wir sind nicht der Meinung als FDP, dass wir eine generelle Beweislastumkehr einführen sollten, denn es führt auf der einen Seite zum quasi Generalverdacht aller deutschen Museen, dass sie unrechtmäßiges Kulturgut haben. Und zweitens stellt sich tatsächlich die Frage, an wen wollen wir zurückgeben? Denn, wie gesagt, einige Herkunftsgesellschaften sind einfach auch selber untergegangen. Das müssen wir einfach vorher besprechen. Ich finde auch, wir sollten, obwohl wir das Thema angehen sollten, jetzt nicht in einen, ja, ich sag mal, blinden Aktionismus verfallen und, was uns Deutschen ab und zu ja anhängt, vor allen Dingen in einen nicht notwendigen Perfektionismus, sondern ich möchte ganz gerne, dass wir das tatsächlich breit diskutieren. Und deshalb möchte ich ganz gerne, dass wir das auch breit erforschen und dass wir im Zweifelsfalle wirklich faire und gerechte Lösungen mit den Herkunftsgesellschaften finden und im Zweifelsfalle eine Ethikkommission einrichten, und zwar auch mit natürlich Vertretern der Herkunftsländer, damit wir nicht das tun, wo ich ein bisschen Gefahr habe, dass wir sozusagen einen quasi neuen Neokolonialismus einführen, indem wir sagen, was die ehemaligen Kolonialgebiete denn meinen, machen zu dürfen. Ich würde ganz gerne in der ersten Runde zwei Fragen stellen, und zwar einmal an Herrn Grisels. Wie würden Sie denn mit der Fragestellung umgehen, wenn Sie mehrere Anspruchsstelle haben? Wem würden Sie denn ein Kulturgut zurückgeben, im Zweifelsfalle? An Herrn Partzinger, die Frage, die ich gerade schon mal angesprochen habe, wie gehen Sie mit der geforderten Beweislastumkehr um? Dankeschön. Okay, vielen Dank für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Heveling, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an die Damen und Herren Sachverständigen für ihre Beiträge, die uns, glaube ich, gezeigt haben, welche ethisch und moralisch tiefe Dimension das Thema hat und es eben um viele Fragen geht, die über bloße Rückführung und Restitution hinausgehen, die wir auch insgesamt sensibel angehen müssen und angehen wollen. Ich glaube, da ist es auch wichtig, den Blick darauf zu richten, wie wir heute und die zahlreichen Bekenntnisse, unter anderem auch des Koalitionsvertrages zu dem Thema sind ja hier auch schon angesprochen worden, wie wir heute mit dem Thema, mit unseren jetzigen Erkenntnissen, die natürlich auch anders sind als
die Diskussionen vor 30 oder 40 Jahren, wie wir heute damit umgehen, um allen Aspekten kultursensibel auch gerecht zu werden. Wir haben gehört, wie jetzt agiert wird, wie neue Stellen eingerichtet werden, unter anderem bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, dass sich das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste intensiver mit diesen Fragen beschäftigt. Gleichzeitig haben wir hier die Forderung von Frau Professor Savoy gehört, eine unabhängige Stelle für das Thema einzurichten und der Möglichkeit der sofortigen Veröffentlichung der entsprechenden Bestände nachzukommen. Meine Frage richtet sich sowohl an Frau Professor Arndt als auch an Herrn Professor Partzinger. Wir haben eben auf der einen Seite neue Stellen, die Aufgaben des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste. Wir haben auf der anderen Seite die von Frau Professor Savoy vorgetragene Forderung nach einer unabhängigen Stelle und der sofortigen Veröffentlichung. Das ist ja, ich will jetzt nicht sagen, ein gewisser Widerspruch, aber es stellt sich schon die Frage, ist dann eine solche unabhängige Stelle, wenn so viel bei den Einrichtungen selbst getan wird und beim Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste überhaupt notwendig und eine sofortige Veröffentlichung überhaupt möglich? Da würde ich mich freuen, wenn Sie dazu Stellung nehmen. Vielen Dank. Für die AfD, Herr Jong, bitte. Ja, vielen Dank an die Gäste für ihre Vorträge. Zunächst aber ein Wort zu den beiden Anträgen der Grünen und der FDP. Beide gehen von einer einseitigen negativen Sicht auf die deutsche Kolonialzeit aus. Neben den zweifellos verbrecherischen Seiten hat die deutsche Kolonialzeit insbesondere in Afrika aber auch dazu beigetragen, den Kontinent aus archaischen Strukturen zu lösen, wie es der Afrika-Beauftragte des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unseres Erachtens zu Recht gesagt hat. Den Grünen geht es in ihrem Antrag einmal mehr um die Ausweitung des historischen Schuldbewusstseins in Deutschland, wie es ihr Auftreten, wie auch das Auftreten einiger der heutigen Experten hier wieder gezeigt hat. Ihren hypermoralischen und ideologisch motivierten Antrag lehnen wir ab. Aber auch der FDP-Antrag nimmt neben einigen richtigen Ansätzen zu einseitig auf die Unterdrückungsperspektive der Kolonialzeit, nimmt diese zu einseitig in den Blick, allerdings auch nicht gründlich genug, wie Sie von Frau Dr. Bauche heute gehört haben. Also, liebe FDP, noch eine Anstrengung, wenn Sie Dekolonialisierer werden wollen. Ich habe eine Frage an Frau Professor Savoy und eine an Herrn Professor von Pufendorf. Frau Savoy, in Ihrem zusammen mit Felvin Saar verfassten Bericht Die Restitution des afrikanischen Kulturerbes führen Sie vor allem moralische Gründe für das Projekt der Restitution an, das Ihrer Ansicht nach ja möglichst umfassend ausfallen soll. Dagegen haben verschiedene Experten differenzierend geltend gemacht, dass es diese Artefakte ja gar nicht mehr gäbe, wenn sie nicht in europäischen Museen kuratiert und konserviert worden wären. Diese Sichtweise vertritt beispielsweise auch die Ethnologin Brigitta Hauser-Schäublin. Der Bericht von Savoy-Sarr trage der Tatsache keine Rechnung, dass afrikanische Kulturgüter im Verlauf ihrer langen Zeit in europäischen Museen ebenfalls zu einem Kulturgut geworden seien, und zwar des betreffenden Landes. Für Deutschland denke man zum Beispiel nur an die Büste der Nofretete. Gegenüber dem Spiegel erklärten Sie, Frau Savoy, dass am ausgestellten afrikanischen Kulturgut Blut klebe und was unsere afrikanischen Kollegen zurückhaben wollten, das müssten sie selbst entscheiden. Der Leitfaden zum Umgang mit Sammlungsgut aus musealen Kontexten des Deutschen Museumsbundes hält dagegen fest, dass, Zitat, alle Herausgabeansprüche, die auf Vorgängen in der Kolonialzeit beruhen, nach deutschem Recht verjährt sind. Hier steht also Recht gegen Moral oder, wie wir vielleicht sagen könnten, Moralismus. Meine Frage, es drängt sich der Eindruck auf, dass aus Ihrer Sicht die geltende Rechtslage, die ja in Frankreich ähnlich ist, völlig irrelevant ist, weil es ja um die moralisch gebotene gute Sache geht. Ist dieser Eindruck richtig? Und Herr von Pufendorf, Sie haben sich als Mitautor eines Buches zur umstrittenen Restitution von Ernst Ludwig Kirchners Gemälde Berliner Straßenszene intensiv mit Restitutionsfragen auseinandergesetzt. Das Buch zeigt, dass die moralische Aufladung von Restitutionsfragen die Gefahr mit sich bringt, neues Unrecht zu schaffen. Ist das so korrekt und gibt es eine Übertragbarkeit, möchte ich noch fragen, der Washingtoner Erklärung auf die kolonialen Objekte, wie das oft behauptet wird, würden Sie das auch so sehen und bejahen? Danke.
Für die SPD, Herr Lindt. Frau Bulle, das war ein gefährlicher Versprecher. Wussten ja nicht, was danach kommen sollte. Allianz für die Rückgabe oder so. Alles gut. Also nicht AfD, um das jetzt nochmal allen zu hören. Das wäre mir bei Herrn Lindt nicht in den Sinn gekommen. Die Gefahr besteht nicht. Ich bin jetzt in dem Dilemma, eigentlich gleich drei Fragen stellen zu müssen, darf aber nur zwei. Und daher ist die Hoffnung die zweite Runde, aber das passt ja vielleicht auch ganz gut, weil ja Frau Sauer deutlich gemacht hat, auch dass bei der Frage, die wir heute diskutieren, ja die erste Runde, der erste Versuch sozusagen einer Aufarbeitung auch im breiteren Rahmen nicht funktionierte und das ein Auftrag für uns ist, in der zweiten Runde das dann umso besser zu machen. Ich erlaube mir doch am Anfang doch zu sagen, und das meine ich jetzt auch ganz ernst, dass es mir leid tut, dass Sie, Herr Jong, jetzt gerade das eröffnet haben, was wir heute gar nicht tun sollten, nämlich mit einem Vorwurf des Moralismus genau die Dimension zu verkennen, die Herr Segwa zum Beispiel deutlich gemacht hat, in allem Ernst, dass es hier nämlich um eine Ethik der Aufarbeitung geht und nicht um eine Form von parteipolitischen Geländegewinn. Das wird dem Thema nicht gerecht. Vielmehr, und das ist auch die Position unserer Fraktion, ist gerade aufgrund dessen, was hier mehrere Sachverständige so deutlich geschildert haben, nämlich dass es eine Form von kolonialer Aphasie gab, dass wir von vielen Jahrzehnten des Vergessens und Verdrängens und Nichtaussprechens reden müssen, gerade das jetzt die einmalige Chance ist, vor der wir stehen. Und gerade Souveränität äußert sich ja darin, dass der Mächtige oder derjenige, der meint, hat Macht zu haben, die Stärke hat, sie Macht abzugeben und auch auf Kontrolle zu verzichten und anzuerkennen, dass Verfügungsgewalt, und das bezieht sich auf Objekte, aber auch auf Deutung, auf Verständnis von Geschichte, auf Definition von Zivilisation, auf diese Verfügungsgewalt zu verzichten. Und die Herausforderung ist aus unserer Sicht, dies von Beginn an zu tun. Das ist die Aufgabe, der wir uns stellen, und die hat die große Chance für uns selbst, daraus stärker und selbstbewusster und wissender rauszugehen, als wir es vorher waren. Deshalb ist es auch gar kein Grund, hier mit hängenden Schultern, und muss man gar nicht über Moralismus, der uns belastet, zu sprechen. Nein, im Gegenteil ist das der Fall, dass Erinnerung befreit, ist eine Erkenntnis, die erst recht hier auch gilt. Und so meine Fragen, einerseits Frage 1 und 2, 3 und dann im nächsten Fall an Herrn Segwa und dann an Frau Müntefering. Herr Segwa, könnten Sie noch mal ausführlicher anhand der Begriffe, die Sie schon nannten, Rehabilitation, andererseits gerechte Versöhnung und Partizipation deutlich machen, wie Sie sich solch einen Prozess, solch eine Art und Weise angemessener Aufarbeitung von Beginn an vorstellen. Und jetzt passend dazu, Frau Müntefering, Sie haben ja die Perspektive selber permanent auch mit Herkunftsgesellschaften, mit den Ländern, über die wir hier sprechen, und die hier eigentlich die Entscheidenden sind, nicht wir sind es, sondern diejenigen, zu tun. Wie können Sie aus Ihrer Praxis Beispiele geben, dass ein solcher Prozess begangen ist und wie könnte er sich entwickeln und aussehen? Vielen Dank. Für die Linke, Frau Freihold, bitte. Ja, erst auch von meiner Seite zunächst herzlichen Dank an die Sachverständigen für die Beiträge und Ausführungen. Ich möchte als erstes festhalten, der deutsche Kolonialismus war in all seinen Herrschaftsformen ein Verbrechen. Seine historische Kontinuität zeigt sich dabei auch in der rassistischen Besatzungspolitik während des Zweiten Weltkrieges gegenüber den unterworfenen Bevölkerungen im deutsch beherrschten Mittel- und Osteuropa. Das Unrechtssystem der Kolonialherrschaft hat weltweit Gesellschaftsstrukturen, Religionen und Kulturen zerstört und von europäischen Interessen bestimmte politische Grenzziehungen hervorgebracht. Dabei wurden nicht nur die kolonisierten Gesellschaften überformt, sondern auch Deutschland selbst und unsere eigene Gesellschaft wurde davon tiefgreifend geprägt. Die Nachwirkungen dauern bis heute an. Anhaltender institutioneller und struktureller Rassismus, mangelnde erinnerungspolitische Aufarbeitung in der schulischen, kulturellen und
politischen Bildung. Und das ist ganz wichtig, dass es bis heute keine gesetzliche Grundlage für die Restitution der geraubten Kunst- und Kulturgüter gibt, ist ein Ausdruck davon. Denn unabhängig davon, unabhängig von dem verbalen Bekenntnis zur Aufarbeitung der Kolonialherrschaft, muss sich die Bundesregierung an konkreten Maßnahmen in der politischen Bildung, dem öffentlichen Raum und auch den fehlenden gesetzlichen Strukturen für Restitutionen messen lassen. Deshalb begrüßen wir den Vorstoß der Kolleginnen der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen und werden aber in Kürze selber eine eigenständige parlamentarische Initiative dazu vorlegen, die konkrete Schritte zur umfassenden gesamtgesellschaftlichen Aufarbeitung des Kolonialismus vorschlagen wird. Und dabei ist es uns ganz besonders wichtig, auch mit den Nachkommen der Kolonisierten und Versklavten in engen Kontakt zu treten. Meine Frage geht an Frau Dr. Bauche. Welche Bedeutung für die Aufarbeitung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe hat die unmissverständliche Anerkennung des Kolonialismus als Unrecht, und zwar in all seinen Formen und Ausprägungen? Zweite Frage, welche Rolle könnte die Einrichtung einer unabhängigen, rechtsfähigen Stiftung des öffentlichen Rechts, also einer Bundesstiftung, für die umfassende Aufarbeitung des Kolonialismus haben? Danke. Vielen Dank. Wer piept hier? Für die erste Fragerunde und die erste Antwortrunde haben wir vereinbart, dass die Angesprochenen jeweils 2 Minuten auf die Frage antworten dürfen. In der zweiten Antwortrunde haben dann alle der Sachverständigen noch mal grundsätzlich das Wort. Ich will Ihnen nur sagen, Frau Arndt, eine Frage, Herr Bauche, zwei, Frau Bauche, Entschuldigung, Herr Grüselz, eine, Herr Patzinger 2, Herr von Pufendorf 1, Frau Savoy 3, Herr Sück war 1 und Frau Müntefering 1. Wir würden dann anfangen mit Frau Arendt, 2 Minuten bitte. Ja, erster Teil, unabhängige Stelle. Ich glaube, wir brauchen beides, wenn ich Ihnen jetzt mal für das Überseemuseum sprechen darf. Wir haben externe Provenienzforscher im Haus sehr regelmäßig. Die brauchen interne Betreuung, die brauchen Menschen, die Sammlungen und die Akten kennen. Sonst suchen sie, verbringen sinnlose Zeit mit Suchen. Es spricht also nichts dagegen, unabhängige Forscher ins Haus zu lassen, unabhängige Stellen zu haben. Wir brauchen aber auch Provenienzforscher und genügend Kuratoren in den Häusern. Ich wehre mich gegen ein Misstrauen der grundsätzlichen Art. Wir hätten kein Interesse daran, die Geschichte unserer Sammlungen zu erforschen, denn das Provenienzforschungsprojekt mit der VW-Stiftung und Professor Zimmerer, der ja hier in der Runde auch nicht gerade als unkritisch bekannt ist, habe ich initiiert und bin auf Herrn Zimmerer zugegangen, also und nicht umgekehrt. Das ist so Teil 1. Teil 2, sofortige Veröffentlichung möglich. Auch wieder fürs Überseemuseum geantwortet, mein Haus ist ein Dreispartenhaus mit 1,1 Millionen Objekten. Ich habe mehrere unterschiedliche Datenbanken im Haus. Sie online zu stellen, das wollen wir gerne im kommenden Jahr tun, braucht aber ein entsprechendes Online-Tool. Und womit wir in Wahrheit am meisten ringen, ist nicht die Online-Stellung, sondern nicht eine Scheintransparenz herzustellen, denn ich muss in diesen Datenbanken auch suchen und finden können. Und wenn ich nicht weiß, wie ich richtig suche, dann finde ich nämlich nur herzlich wenig. Und dann haben wir ein Datengrab ins Netz gestellt. Und das wäre, glaube ich, für alle am Ende unterm Strich auch nicht hilfreich. Vielen Dank. Frau Dr. Bauer. Ja, zu den beiden Fragen, die kann ich vielleicht mehr oder weniger zusammen beantworten. Also vielleicht macht es Sinn, jetzt zu dem Thema der Notwendigkeit einer unmissverständlichen Anerkennung des Kolonialismus als Unrechts noch mal klarzustellen, warum es eigentlich diese Kritik gibt, dass diese Anerkennung fehlt. Ich hatte in meinem Input schon kurz verwiesen auf den Koalitionsvertrag. Jetzt haben die Staatsministerinnen da auch darauf verwiesen und gesagt, da wird sozusagen festgehalten, koloniale Aufarbeitung des Kolonialismus soll eine große Rolle spielen.
und auf die Gefahr hin, jetzt so ein bisschen spitzfindig zu sein, was die Formulierungen betrifft im Koalitionsvertrag. Ich glaube, es ist wichtig, sich die noch mal anzuschauen, weil ich glaube, viele von uns haben schon mal an politischen Formulierungen gefeilt und wissen, dass sie nicht zufällig entstehen, sondern dass es da auch darum geht, sich zu überlegen, ob man mit bestimmten Formulierungen zum Beispiel Rechtsansprüche schafft oder nicht. Und die Formulierung im Koalitionsvertrag ist so gewählt, dass sie keine Rechtsansprüche schafft. Es ist die Rede von NS-Terrorherrschaft, es ist die Rede von SED-Diktatur, zu Recht. Es ist die Rede von Kolonialvergangenheit. Das ist sozusagen eine komplett wertfreie Formulierung. Und das ist eine Formulierung, die sozusagen den historischen Fakten komplett widerspricht. Das habe ich ja eingangs dargelegt. Und man muss ja auch sozusagen die Bundesregierung nennen. Es geht ja nicht nur um die aktuelle, auch an ihren Taten messen. Es geht ja nicht nur um Formulierungen. Und die machen, glaube ich, klar, warum es so wichtig ist, dass eine Anerkennung als Unrecht, des Kolonialismus Unrecht, stattfindet, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie sozusagen wenig initiativ die Bundesregierung bisher geworden ist in allen Dingen, die in irgendeiner Form in den letzten 20 Jahren, sage ich mal, die Aufarbeitung des Kolonialismus betroffen haben und betreffen. Wenn man sich die Rückführungen anschaut, die stattgefunden haben von Gebeinen nach Namibia 2011, 14 und 18, dann sind das Rückführungen, die ausschließlich erstmal auf die Forderungen von aus den Herkunftsgesellschaften, also konkret aus Namibia, von Uwahirere und Nama zurückgegangen sind. Und es sind, also wenn man sich anschaut, wie die Besuche der Delegationen aus Namibia stattgefunden haben, organisiert worden sind, die sind nicht von der Bundesregierung organisiert worden. Die sind von zivilgesellschaftlicher Seite organisiert worden. Es war nicht die Bundesregierung, die die Delegation abgeholt hat am Flughafen. 2011 war das nicht der Fall. Und das sind Dinge, die, wenn man sozusagen von historischem Unrecht spricht und von der Aufarbeitung und Wiedergutmachung historischen Unrechts, dann sind es Dinge, die nicht gehen. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, noch mal klarzumachen, die Grundlage aller Aufarbeitung dieser Kolonialgeschichte ist ihre Anerkennung als historisches Unrecht, weil die Bundesregierung tatsächlich Instrumente an die Hand auch legen muss, um initiativ zu werden und um Aufarbeitung zu stützen. Und ein solches Instrument kann natürlich zum Beispiel eine Bundesstiftung sein. Wir sprechen ja hier, vielleicht ist dieser Begriff in dem Zusammenhang nochmal wichtig, von Staatsräson. Die Aufarbeitung des NS-Regimes ist zu Recht Staatsräson geworden. Die Aufarbeitung der SED-Diktatur ist inzwischen Staatsräson geworden. Für beide Aufarbeitungen sind Bundesstiftungen eingerichtet worden. Es bedarf wirklich einer sehr, sehr ausführlichen Begründung dafür, warum dieser Schritt nicht für die Aufarbeitung des Kolonialismus vollzogen wird. Und meiner Meinung nach gibt es dafür keine Begründung. Mich würde interessieren, auch von den Staatsministerinnen zum Beispiel zu hören, was der Grund dafür sein kann, dies nicht zu tun, wenn das für andere Unrechtsregime passiert. Danke. Vielen Dank. Herr Dr. Grüsel. Thank you very much, Madam President. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. An mich ging die Frage, an wen sollten wir zurückgeben? Das ist eine interessante Frage, denn erst diese Woche in Paris-Match stand ein großer Artikel über verschiedene Objekte in unserer Sammlung, die stammen aus einer Militärexpedition von General Storms, der 1983 im Namen König Leopolds in den Kongo zog. Er brannte Dörfer nieder und schickte die Totenschädel zurück nach Belgien. Da gibt es jetzt verschiedene Rückgabeersuchen aus der Zivilgesellschaft von Nachkommen. Und dann stellt sich die Frage, naja, okay, ich habe kein Problem damit, die Objekte zurückzugeben, aber an wen? An die Nachkommen der Dorfbewohner, das wäre ein Herr Lusinga, aber Lusinga war mehrmals verheiratet. Er hat hunderte von Kindern und Nachkommen. Also wer hat hier einen Rechtsanspruch? Ist es ein Dorf, das sagen kann, wir wollen die Objekte zurück, weil die
Totenköpfe so eine Art Hoheitszeichen sind, oder ist ein nationales Museum anspruchsberechtigt oder der Staat? Da habe ich keine Antwort. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe mit Kollegen darüber gesprochen und da sagt man ganz klar, die Anfrage muss von der Regierung kommen, vom Premierminister. Und die Regierung muss dann entscheiden, an wen die Rückgabe zu erfolgen hat. Das wäre meine Position. Das ist ein wirklich kompliziertes Thema, das kann ich Ihnen sagen. Und der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, obwohl die Frage nicht direkt an mich ging, aber ich höre hier viel über die Rolle von Museen, über die Kolonialzeit und die Ungerechtigkeiten. Und ich hatte ja schon gesagt, unsere Einstellung ist prinzipiell, dass der Kolonialismus unmoralisch ist als Regierungssystem. Aber als Museumsdirektor sehe ich unsere Rolle darin, dass wir da sind, nicht um zu verurteilen, sondern um zu informieren und um zu bilden. Es geht uns also darum, der Öffentlichkeit zu ermöglichen, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Und da stehen wir als Diskussionsforum zur Verfügung. Und diese Debatte, die darf nicht nur in den Museen oder im Museumskontext stattfinden, sondern zunächst einmal in den Schulen. Viele Kinder in den Schulen in Belgien haben keine Ahnung davon, was wir mit dem Kongo zu tun haben. Viele Kinder afrikanischer Herkunft werden häufig unfreiwillig rassistisch behandelt. Ich erinnere mich an eine afrikanische Wissenschaftlerin, die mir mal gesagt hat, mein Kind ist in die Schule gegangen und die Lehrerin hat die Kinder gefragt, wie feiert ihr Weihnachten, wie feiert ihr Nikolaus? Und dann hat sie das afrikanische Kind angeschaut und gefragt, und wie ist das in deinem Land? Und das Kind war in Belgien geboren. Also es gibt viele auch indirekte Arten und Weisen, wie wir in unserem Bildungssystem mit der kolonialen Vergangenheit umgehen müssen. Und dabei lasse ich es. Tut mir leid, dass ich zu lange gesprochen habe. Vielen Dank. Herr Patzinger. Ja, die erste Frage von Herrn Ebbing, ging es um die Beweislastumkehr. Ich habe ja vorhin in meiner Ausführung schon gesagt, dass die Beweislastumkehr praktisch für uns in der täglichen Arbeit durchaus vorgenommen wird. Also wenn eine Anfrage irgendwoher auf Restitution von Objekten an uns kommt, dann sagen wir nicht, das behandeln wir erst, wenn ihr belegt, warum, sondern dann gucken wir uns natürlich die Erwerbungsumstände an. Und auf dieser Basis wird dann entschieden. Ich glaube, das Problem ist eher, wie man mit den Ergebnissen einer Provenienzforschung umgeht. Es wird so sein, dass sie nicht immer hundertprozentig eindeutig sind. Und ich glaube, es gibt ja Konsens, wenn ein illegaler Kontext, ein Gewaltkontext besteht, dass man restituieren muss. Es gibt auch andere Kontexte. Und es gibt aber auch, wird Kontexte geben, die schwer zu bewerten sind. Es gibt ja eine Fülle von Alltagsgegenständen und so weiter. Und da fand ich eigentlich den Gedanken der fairen und gerechten Lösung, ich habe das ja auch schon mal geäußert, das ist eigentlich nicht schlecht. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht im Umgang mit den Essraubkunst. Wenn man nicht eindeutig die eine oder die andere Seite entscheiden kann, dass man dann versucht, gemeinsam eine Lösung zu erfinden, das kann bis dahin führen, dass man einige Objekte zurückgibt, aber nicht komplett. Also da gibt es viele Formen, das sind Aushandlungsprozesse. Und ich glaube, es ist wert, sich auf einen solchen Aushandlungsprozess einzulassen, vielleicht auch mit so einer Art Ethikkommission, die natürlich paritätisch besetzt sein muss. Die Frage von Herrn Hebeling, eine Unabhängigkeit bei der Provenienzforschung. Also ich meine, wenn wir Provenienzforschung, die Projekte jetzt durchführen, die wir stellen, das sind sowieso junge Leute, die von außen reinkommen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Es gibt die DZK und da bin ich froh, dass die DZK sich diesem Thema annimmt, dass dort eine gestärkte Stelle, die auch die Ergebnisse sich natürlich anschaut. Es gibt ja auch einen Beirat. Also ich glaube, wir brauchen keine Volkskommissare oder so, die durch die Museen gehen. Aber es braucht natürlich schon eine Betrachtung der Ergebnisse und die wird es natürlich dort im DZK, dass er die Mittel vergibt und sich natürlich auch berichten lässt über die Ergebnisse, dann entsprechend auch geben. Und die sofortige Veröffentlichung, Frau Arndt hat schon gesagt, wir haben das Ethnologische Museum, ist von allen Berliner Museen die Sammlung, die am meisten schon digitalisiert hat. Wir haben Objekte und audiovisuelle Medien über 400.000. Die werden jetzt noch mit den entsprechenden Metadaten versehen. Die braucht es ja, um eine Bewertung vornehmen zu können, wenn die Dinge veröffentlicht werden. Und wir werden auch im Zuge der Eröffnung des Humboldt-Forums alle die Bereiche, die dort zu sehen sein werden, dann die Dinge mit dem Stand der Provenienzforschung auch offenstellen und das Projekt zur Digitalisierung der gesamten Erwerbungsunterlagen über die DFG nannte ich ja bereits. Also ich glaube, da geschieht eine Menge und wir sehen uns hier in der Pflicht und man möge doch bitte die Ernsthaftigkeit uns auch nicht absprechen. Vielen Dank. Nochmal an die Galerie. Die Beine bitte runter. Die Füße vor allen Dingen von den Beinen, weil das fällt unmittelbar auf die Köpfe der darunter sitzen. Das ist echt unangenehm. Das ist
Okay, wir haben jetzt da oben schon ganz viele große bunte Bilder angebracht und mehrmals Bescheid gesagt. Also das wäre echt nett. Das ist nicht so schön, wenn die Kolleginnen und Kollegen darunter das auf den Kopf bekommen. Vielen Dank. Herr von Pufendorf, bitte. 2 Minuten. Herr Dr. Jung, das Buch über die Restitution der Straßenszene ist nicht etwa geschrieben worden, um noch doch Recht zu haben, dass die Restitution zu Unrecht erfolgt ist, sondern um ein Beispiel zu geben, wie Restitution nicht erfolgen darf. Es hat weder Provenienzforschung substanzieller Art gegeben, es hat keine Beteiligung der Entscheidungsgremien des Landes Berlin gegeben, nicht mal der Senat hat zugestimmt und es hat überhaupt keine Auseinandersetzung mit dem Museum gegeben. Das Museum selbst ist schlicht ausgeklammert worden. Das kann nur als abschreckendes Beispiel dienen. Und ich denke mal, dass sich ein solches Beispiel auch nicht wiederholen sollte. Aber es ist eben auch eine Mahnung, dass Missbrauch von solchen Restitutionsmöglichkeiten stärker geahndet werden muss. Und hier ist es ganz wesentlich, dass auch entsprechende Klauseln, wir haben sie in der Handreichung ja vorhanden, auch für das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste gelten muss. Da muss ich auch bemerken, dass ich der Auffassung bin, dass hier immer noch ein Desiderat zu erfüllen ist, denn die rechtliche Fundierung fehlt. Wir haben es mit einer privatrechtlichen Stiftung zu tun, die nicht mal, obwohl hoheitliche Aufgaben zu erfüllen sind, beliehen ist. Hier fehlt schon aus verfassungsrechtlichem Zwang eine entscheidende gesetzliche Grundlage. Ich habe mit der Frau Vorsitzenden vereinbart, dass ich eine ganz kleine Korrektur auch fürs Protokoll hier anbringen darf. Es heißt Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, nicht für. Wir sind nämlich nicht für Kulturgutverluste. Da Sie bereits, nee und gegen auch sowieso, aber auch das steht hier nicht drin, weil Sie sind ja bereits eingetreten. Also das ganze Ding heißt Deutsches Zentrum Kulturgutverluste. Nur fürs Protokoll und auch für den Kopf. So, wir hätten Frau Professor Sauer 3 Fragen. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte auf den Begriff der kolonialen Aphasie zurückkommen von Herrn Link. Es ist tatsächlich so, dass eine Aphasie normalerweise das Ergebnis eines Unfalles ist. Man hat einen Unfall und kann dann nicht mehr sprechen. In diesem Fall ist es eine gemachte Aphasie, eine gewollte Aphasie. Vor 40 Jahren haben alle darüber gesprochen. Wer dafür gesorgt hat, dass wir heute denken, dass wir einen Unfall hatten und aphasisch geworden sind oder amnesisch, sind die Museen. Und das ist in den Akten, die da liegen, einfach belegbar mit Namen, Aktionen, Vokabular etc. Deshalb möchte ich noch einmal auf meinen Vorschlag zurückkommen an dieser Stelle. Diese Aufarbeitung, von der die Rede hier ist, und Frau Arndt hat das mit ihrer Kooperation mit Herrn Professor Zimmerer und man könnte an dieser Stelle auch die Kooperation des Museums, des Lindenmuseums in Stuttgart mit der dortigen Universität nennen. Es kann diese Aufarbeitung nicht den Museen alleine überlassen werden. Und das DZK in Magdeburg in seinem kolonialen Bereich sieht vor, dass nur Museen dort an Unterstützung werden kommen können. Ich bin selber, ich habe das Glück, dass mir das Vertrauen entgegengebracht wurde, in diesem Fachbeirat zu sitzen. Deshalb weiß ich ganz genau, wie die Statuten sind. Das halte ich für falsch. Denn, und wir haben das hier mehrmals gehört, stellen Sie sich eine Bibliothek vor, eine Staatsbibliothek hier in Berlin, die keinen Katalog hätte. Das wäre ein Bücherhaufen. Aber stellen Sie sich vor, eine Bibliothek hier in Berlin, wo die Bibliothekare sagen würden, wir müssen erstmal alle Bücher gescannt haben, bevor du rankommst. Denn nur wir wissen, was in den Büchern gesagt wird und wir werden es dir sagen.
Das wäre eine Absurdität. Museen ohne öffentlich zugänglichen Katalog, wie sie auch aussehen mögen, Zettelkataloge gab es früher in den Bibliotheken auch, sind absurde Objekthaufen. Deswegen, erstens, bitte sofort heute Morgen diese Inventare veröffentlichen. Ich spreche gleich von dem Bericht mit Felwin Saar. Er stützt sich auf der Datenbank, seit 10 Jahren öffentlich zugänglichen, von jeder Küche aus, von Internet aus, zugänglichen Datenbank des Musée du Quai Branly, Jacques Chirac in Paris. Und nur weil es diese Transparenz gibt seit 10 Jahren und weil sie zum Standard eines jeden modernen Museums gehört, konnte es diese Arbeit geben. Und genau deswegen haben vor 40 Jahren die Museumsleute sich gewünscht, dass solche Objektlisten nicht veröffentlicht werden. Das steht schwarz auf weiß. Wir haben jetzt das Ergebnis eines aktiven Nichtveröffentlichen solcher Inventare. Und deshalb muss, wie ich denke, nicht eine Zentralstelle, wie Sie das zusammengefasst haben, eine unabhängige Zentralstelle, sondern viele unabhängige Historikerkommissionen geben, die in Zusammenarbeit mit den Museen diese Arbeit betreiben. Die Museen sind in dieser Angelegenheit nicht neutral. Das waren sie nie und das werden sie möglicherweise erst in mehreren Generationen, wenn überhaupt, werden. Zum Bericht, den ich mit Felwin Saar zusammen geschrieben habe und zu diesem Begriff der neuen Beziehungsethik. Dieser Bericht ist hier in Deutschland sehr viel kommentiert worden und sehr wenig gelesen worden, Herr Jung. Erlauben Sie mir das. In diesem Bericht wird auf Seite 3 oder 4 erzählt, dass es nicht um Moralismus geht, dass es überhaupt nicht darum geht, sich für irgendwelche Fehler, die 2 Generationen, 3 Generationen im französischen Fall eher bis zu 2 Generationen vor einem stattgefunden haben, zu entschuldigen oder sich irgendwie mit einer Keule zu schlagen. Genau das sagen wir gleich zu Beginn. Es geht nicht darum, sondern es geht darum, für uns mehrere Generationen, nachdem das passiert ist, hier in Europa oder in Frankreich und für diejenigen, die in den afrikanischen Ländern auch nicht selber die Erfahrung der Kolonialzeit gemacht haben, nicht mehr, für diese Jugend, für unsere Jugend, eine gemeinsame Möglichkeit in die Zukunft zu schauen. Das ist die neue Beziehungsethik. Und wenn in der Konvention von Faro 2005 steht, dass jeder EU-Bürger, EU-Bürgerin ein Recht auf Kulturerbe hat, dann fragen wir uns, warum die Jugend in Afrika, auf dem afrikanischen Kontinent, nicht auch ein Recht auf ihr Kulturerbe haben sollte, zumal wir diejenigen sind, die ein Privileg der Mobilität haben und wenn wir wollen, nach Dakar fliegen können, um uns dort die Sachen vor Ort anzuschauen. Das heißt, das ist einfach menschlich. Und es geht um unsere humanistischen Werte in Europa. Das afrikanische Kontinent entbehrt seinem Kulturerbe, weil es bei uns ist. Und dieses Ungleichgewicht muss korrigiert werden. Das hat nicht mit Moral zu tun, das hat mit Überleben und mit unserer Zukunft zu tun. Und übrigens geht es bei dieser neuen Beziehungsethik auch um unsere Beziehung mit unserer Jugend. Wenn ich an der Universität sitze und ich jetzt festgestellt habe, dass ich in meiner Jugend nicht davon gehört habe, weil die Erwachsenen von damals das lieber verschwiegen haben, dann habe ich das Pflichtbewusstsein zu meiner Jugend, zu meinen Studenten zu sagen, so ist das gewesen und jetzt müssen wir damit klarkommen. Das ist die neue Beziehungsethik. Das reicht. Vielen Dank. Habe ich gelernt. Herr Professor Sückwar, bitte. Ja, ich denke, also, dass die Sache sich quasi wiederholen, weil die Frage, worum es hier geht, ist letztendlich die Frage der Werte. Ja? Wir die Frage der Rehabilitation. Fuß auf Werte. Also wir sagen, wir richten unsere Blicke nach vorne. Und es geht hier nicht tatsächlich um Schuldzuweisungen. Es geht um Verantwortungsübernahme und zwar jetzt. Und deshalb ist die Perspektive die der Versöhnung. Aber die Versöhnung hat eigentlich die Grundlage. Und die Grundlage ist hier nicht das Moral. Wir vermischen hier Begriffe. Moral oder Moralismus. Moral ist eigentlich neutral. Wir reden hier von Ethik.
die Ethik als Metasprache von Moral. Das ist das, was uns hilft, Moral zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Also wir sagen, das, was passiert ist, ist nicht gut. Wir übernehmen heute Verantwortung, damit es eine Versöhnung gibt. Und die Schritte dafür, wenn Sie mir von den konkreten Schritten, wie kann man das konkretisieren? Wir sagen, wir brauchen erstens die Anerkennung, dass das, was passiert ist, ein Unrecht, ein ungeheuerliches Unrecht gewesen ist. Das muss anerkannt werden. Das heißt, der zweite Schritt hier ist die Entschuldigung. Es ist nicht gut, es darf nicht mehr passieren. Der dritte Schritt wäre eine symbolische Reparation. Ich wähle meine Worte ganz bewusst, ich rede von Symbolik, weil wie kann man diese ungeheuerliche und so, also Jahrhundert andauernde Unrecht reparieren? Es geht nicht, es kann nur ein symbolischer Geste sein. Und das muss passieren und deshalb, und das ist der dritte Schritt, die der Partnerschaft und des Dialogs. Das muss mit den Nachkommen derjenigen, denen diese Unrecht passiert ist, gemacht werden. Das heißt, Erinnerungskultur als politische Bildung ist angebracht, damit Völkerverständigung stattfindet. Und wenn wir das tun, müssen wir nicht die Haltung haben, als ob zum Beispiel in Sache Restitution, jetzt, ich möchte mich nicht damit lange aufhalten, wir müssen nicht so tun, als ob wir stolz sind, das zurückzugeben. Nein, wir sind nicht in der Position, stolz zu irgendwas zu sein. Ja? Wir sind in der Position, wir haben ein Problem. Wie geben wir, also der Heller ist nicht derjenige, der in einer Situation ist, stolz zu sein. Nein, wir müssen sozusagen ziemlich demütig sein in diesem Prozess, damit etwas Gutes daraus kommt. Danke. Frau Staatsministerin Müntefering. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Also zunächst mal, lieber Herr Gelind, das Entscheidende ist die Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern, auch mit den Herkunftsgesellschaften. Und das hatte ich ja gerade kurz angeschnitten, zumindest in der Haltung, mit der wir da dran gehen, die Kooperation, die Koproduktion. Und was heißt das eigentlich genau? Was meinen wir damit? Es gibt einen ganzen Bereich von unterschiedlichen Projekten, die wir auf den Weg gebracht haben. Wir haben ja einige anwesend, die das mit umsetzen, Herr Patzinger, aber auch Herr Vogel. Ich will mal das Beispiel Tansania nehmen. Wir haben gerade es geschafft, dass ein Memorandum of Understanding zustande kommt. Und das ist natürlich etwas, wo eine Zusammenarbeit genauer beschrieben wird und besprochen wird. Es geht darum, zum Beispiel in Tansania auch archäologische Projekte umzusetzen. Es geht darum, zum Beispiel Dinosaurierknochen auszugraben. Es geht darum, dass wir 2020 eine große Ausstellung machen wollen, gemeinsam mit Tansania, die wirklich zeigen soll, wie innovative Museumsarbeit heute geht. Wenn ich da schon verraten darf, Herr Vogel, ich gucke so ein bisschen in Ihre Richtung, was da geplant ist. Also zumindest sprechen wir darüber, dass es ein 3D-Skelett geben soll, ein großes, dieses Brachiosaurus, oder wie heißt der, Herr Vogel, so ungefähr. Sie sind der Naturwissenschaftler. Aber es geht tatsächlich im Kern um moderne Zusammenarbeit. Es geht darum, dass wir darüber sprechen, wie können wir modern kuratieren? Was heißt eigentlich wirklich die Zirkulation von Objekten beispielsweise? Und vor allen Dingen, was heißt auch Besitz in diesem Fall? Und ein gegenseitiges Verständnis füreinander zu schaffen. Und da sehen wir eben sehr, sehr stark, wenn wir auch in den Diskussionen sind vor Ort, die wir ja ganz konkret auch führen und organisieren, dass das Verständnis in den Herkunftsländern oftmals ein anderes ist. Auch im Bereich Kulturgüter. Was heißt, wie funktioniert eigentlich Kulturgut in verschiedensten afrikanischen Gesellschaften? Und da habe ich im letzten Jahr auch selber unheimlich viel gelernt. Und genau darum geht es.
in die Zukunft zu schauen und Zukunftsarbeit zu gestalten. Und dazu können die Museen eben einiges leisten. Und im Übrigen sehen wir das auch, was das bedeutet, welchen Beitrag kulturpolitische Zusammenarbeit leisten kann im Versöhnungsprozess mit Namibia. Dazu nur ganz kurz. Sie wissen, dass wir Verhandlungen führen zur Bewältigung der gemeinsamen Vergangenheit. Und ich kann nur sagen, dass sich die Gespräche auch durch die kulturpolitischen Gesten in den letzten Monaten positiv entwickelt haben. Und ich hoffe, dass wir zu einem guten Ende miteinander gelangen. Vielen Dank. Wir steigen ein in die zweite Fraktionsrunde für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Kabat-Gonter nochmal. Vielen Dank für dich, ja. Ihnen, den Expertinnen und Experten, insbesondere auch um zwei Begriffe, die Sie, wie ich finde, ausgezeichnet gefüllt haben, nämlich den der Verantwortung und den der Demut. Weil das sind ja die Grundvoraussetzungen, dass wir uns diesem Prozess demütig und in einer Art Suchbewegung zunehmend weiter öffnen und eben nicht behaupten, wir wissen schon alles von vornherein besser. Und dafür ist eben notwendig, dass wir auch Deutungshoheit abgeben. Das haben ja auch viele von Ihnen so gesagt. Dafür bin ich ausgesprochen dankbar. Sehr schön fand ich den Begriff der kolonialen Aphasie, ich spreche ja von kolonialer Amnesie, also dem Gedächtnisverlust, und die Aphasie würde ja tatsächlich die Sprachlosigkeit bedeuten, und eins hängt ja mit dem anderen möglicherweise zusammen, und ich denke, da wo wir weniger amnestisch und weniger aphasisch sind, also uns besser erinnern und besser schon sprechen können, das haben wir wirklich ganz herausragend auch den zivilgesellschaftlichen Initiativen zu verdanken, und das finde ich wird auch hier in den Statements noch mal deutlich, das ist ja häufig adressiert worden. Meine beiden abschließenden Fragen gehen zunächst an Frau Professor Habermas. Ich würde gerne wissen, was Sie meinen, welche Maßnahmen besonders wichtig sind, um die Aufarbeitung unseres kolonialen Erbes in die breite Gesellschaft zu tragen und welche Rolle dabei eine zentrale Stätte des Erinnerns und Lernens in Berlin spielen kann. Und könnte aus Ihrer Sicht, und vielleicht mögen die anderen Expertinnen in ihrer Abschlussrunde dazu auch was sagen, ein solcher Ort die Debatte um unser koloniales Erbe entscheidend voranbringen und eben in die breite Gesellschaft tragen? Und die zweite Frage bezieht sich nochmal auf die Ausgestaltung der Provenienzforschung. Da gucke ich besonders Frau Dr. Bauche, Herrn Professor Seugbau und Frau Professor Savoie an. Was muss man Ihrer Meinung nach tun, damit die Vertreterinnen der Herkunftsgesellschaften angemessen an dem Prozess der Provenienzforschung beteiligt werden? Und wie sollte ein solcher Dialog auch institutionalisiert werden, damit er eben auch verbindlich hergestellt wird? Vielen Dank. Vielen Dank. Für die FDP Herr Ebbing nochmal. Bitte schön. Ja. Ja, auch von mir schon mal vorab vielen Dank für die bisherigen Antworten. Ich hätte ganz gerne noch eine Nachfrage, die ich wahrscheinlich nicht stellen darf, weil ich den Antrag der Grünen so verstehe, dass nicht etwa Beweislastumkehr es dann erfolgen muss, wenn ein Antrag der Herkunftsländer da ist, sondern dass generell, wenn keine Anträge vorhanden sind, dass dann das Museum sozusagen ohne Antragsvoraussetzung Kulturgüter zurückzugeben hat, weil weiß nicht, ob ich das falsch verstehe oder ob das so gemeint ist. Bevor ich meine Fragen stelle, würde ich gerne noch mal darauf hinweisen, dass ich es gut finde, dass wir uns in Deutschland damit beschäftigen, und ich finde es auch gut, dass auch die Franzosen sich mit beschäftigen. Ich habe das Gefühl, dass in Frankreich das Thema, also die Beschäftigung schon wieder vorbei ist, und wir Deutschen uns damit beschäftigen. Was mir vorschwebt ist, gerade weil dieses Thema ja nicht ein einseitiges deutsches Thema ist, würde ich mir gerne wünschen, dass wir da auf der europäischen Ebene einen großen Austausch sozusagen herstellen, der bis jetzt, wie ich weiß, noch nicht in Gang gesetzt worden ist. Ich habe zwei Fragen. Eine Frage an Frau Savoie. Und zwar hat die Académie des Beaux-Arts
in der Antwort auf Ihre Empfehlungen gesagt, dass es dem Prinzip der Unabdingbarkeit entspricht, dass Sammlungen, die in staatlicher Obhut gelangt sind, strikt von einer Restitution auszuschließen seien. Sind Sie da schon in Diskussion mit der Akademie? Wie gehen Sie damit um? Und Herr Grisels, was halten Sie von dieser Auffassung? Danke. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion Frau Botschmann, bitte. Frau Savoy, selbstverständlich hat jeder ein Recht auf Erbe, auf kulturelles Erbe, hier wie wo in jedem anderen Land. Ich verstehe nicht, warum Sie das bestreiten oder da ein Problem sehen. Wo ich in der Tat ein Problem sehe, ist, dass Sie mit ganz großem Misstrauen die Museen betrachten. Und ich für mich sind die Museen der erste und der vorbildlichste Ort für die Provenienzforschung. Und deshalb glaube ich nicht, dass wir das Thema voranbringen, wenn wir dieses Grundmisstrauen, alles muss veröffentlicht werden, unabhängige Stellen geschaffen werden, dass das weiterhilft. Ich habe eine Frage an Frau Arndt, weil sie ja nicht nur wissenschaftlich ausgewiesen ist, sondern eben auch an der Front mit einem großen Museum steht. Wie kann man stärker als bisher das Interesse von jungen Menschen überhaupt wecken? Ich meine, wir reden hier über etwas, wofür sich draußen kaum ein Mensch interessiert. Das müssen wir uns doch mal klar machen. Wir sind in einer Blase. Und jetzt müssen wir haben ja Mühe fürs Dritte Reich, für die DDR-Diktatur, das Interesse junger Leute zu wecken. Also wie geht das hier mit im Zusammenspiel mit der Schule, im Zusammenspiel vielleicht auch mit den Museumsbesuchern? Die zweite Frage, Herr Professor Partzinger, mich beschäftigt die Frage, sind wir eigentlich von der wissenschaftlichen Ausbildung her gut und richtig und umfassend aufgestellt, um diesen Bereich in Zukunft zu erforschen? Und also es sind ja ganz viele verschiedene Disziplinen im Spiel. Es ist die Ethnologie, es ist sind die Historiker, es sind die Kunsthistoriker, es sind gibt es schon einen Lehrstuhl, der sozusagen das beinhaltet, der sozusagen ein Studium Generale im Blick auf diesen Punkt hin, das müsste man ja überlegen, ob man wissenschaftlich hier schon richtig und aufgestellt ist, weil es wird ein Thema der Zukunft sein. Aber vielleicht auch an Sie die Frage, wie kriegen wir es eigentlich in die Bevölkerung vermittelt? Weil die interessiert sich bisher jedenfalls nach meinem Einblick noch sehr, sehr wenig und viel zu wenig. Vielen Dank für die AfD. Herr Frömming, bitte, Dr. Frömming. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, für das Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte noch mal ein Thema zur Sprache bringen, das wir nur in der ersten Runde bisher ganz am Rande gestreift haben. Zum Umgang mit dem kolonialen Erbe gehört ja auch der Umgang mit dem immaterialen Erbe, also insbesondere mit den Namen, den überlieferten Namen. Ich möchte in dem Zusammenhang eine Frage adressieren an Frau Professor Arndt als Historikerin allerdings und auch an Herrn Professor von Pufendorf als ehemaliger Bürgermeister. Ich weiß nicht, ob Sie in den letzten Tagen mal einkaufen waren. Vielleicht haben Sie eine Edeka-Filiale besucht. Ich weiß nicht, ob Sie dabei ein schlechtes Gewissen hatten. Ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst war, dass Edeka das Akronym ist für die Einkaufsgenossenschaft der deutschen Kolonialwarenhändler. Wenn man es nicht wusste und es jetzt weiß, kann man sich natürlich die Frage stellen, was macht man mit dem Wissen jetzt? Gründen wir eine Bürgerinitiative, um Edeka aufzufordern, sich umzubenennen? Ignorieren wir unser neu erworbenes Wissen einfach? Fordern wir Edeka vielleicht sogar auf,
Reparationen nach Afrika zu zahlen, weil ja vielleicht die Vorgängerfirma durchaus vom Kolonialismus partizipiert hat. Szenenwechsel. In Berlin haben wir eine große Debatte im afrikanischen Viertel über die Umbenennung von Straßen. Dort gibt es Straßen, die heißen zum Beispiel Nachtigallstraße. Viele Anwohner wussten bislang gar nicht, dass damit nicht der Vogel gemeint ist, auch wenn die Rechtschreibung hier etwas abweicht, sondern eben Gustav Nachtigall, der im kolonialen Kontext durchaus einen prominenten Namen hat. Die Reihe ließe sich weiter fortsetzen und auch in anderen Ländern sehen wir eine ähnliche Debatte. Ich fand interessant, wie der franco-senegalesische Schriftsteller Kaffa Diallo mit diesem Thema umgeht. Er ist selber eigentlich eher ein Aktivist, der bewusst an die Sklaverei und den Sklavenhandel erinnern will und die Erinnerungsarbeit in diesem Bereich sensibel und auch durchaus differenziert voranbringen will. Er hat zu diesem Thema Umbenennungen Folgendes gesagt, ich zitiere ihn. Wenn man umbenennt, löscht man die Erinnerung aus. Diese Namen müssen bleiben, sodass niemand begangene Verbrechen vergisst. Erklärende Tafeln anzubringen, wird die Aufgabe von Pädagogik und Justiz sein. Es handelt sich jedoch nicht darum, Schande über Städte und Familien zu bringen, weil Schuld glücklicherweise nicht erblich ist, in Klammern, wie es Ehre auch nicht ist, sondern weil es vielmehr darum geht, eine friedliche Erinnerungsarbeit fernab von jeder Reue anzustoßen. Damit verknüpft sich die Frage, was sind Benennungen eigentlich? Sind Benennungen auch heute noch, die vielleicht vor bis zu 100 Jahren zurück erfolgten, immer noch permanente Ehrungen sozusagen? Oder können wir Straßennamen vielleicht auch als etwas anderes begreifen, als Erinnerungszeichen, als Mahnmale, die, wie das bis vor kurzem auch hier im Wedding im afrikanischen Viertel ja gemacht wurde, dann durch Stelen versehen worden, sodass man erinnert hat, was mit diesen Namen eigentlich ursprünglich mal gemeint war. Oder es ist der bessere Weg, diese Namen einfach auszulöschen und zu hoffen, dass damit die Vergangenheit auch verschwände. Vielen Dank. Vielen Dank für die SPD. Herr Lind. Die Sternstunden bei Anhörungen sind ja gerade diejenigen, bei denen wir uns nicht in unseren Überzeugungen bestätigt sehen und Sachverständige bitten, unsere Überzeugung auch zu bestätigen und wir alle zufrieden rausgehen, dass wir nicht mehr wissen, als wir vorher wussten. Aber die Gefahr besteht Gott sei Dank heute nicht. Und deshalb glaube ich, dass es auch sinnvoll ist, eine etwas radikalere Perspektive mal zu öffnen. Und wir haben sogar, das mag paradox sein, gute Voraussetzungen hier, weil wir mit als politisch Handelnde mit Asymmetrien von Macht umgehen können und wissen, dass sie fortschreiben, dass sie sozusagen beide Seiten der Macht, den Mächtigeren und den weniger Mächtigen, zutiefst prägen, dass wir mit Widersprüchen und auch Brüchen permanent umzugehen sind. Und das will ich auch deutlich betonen, wir haben in Deutschland auch die Voraussetzungen, Frau Habermas führte das aus, durch die sogenannte Vergangenheitsbewältigung eine reichliche Erfahrung. Gut, dass es die gibt, aber schrecklicherweise, dass es sie geben musste. Das heißt, es sind durchaus Bedingungen gegeben und wir haben keine Ausreden, es nicht zu tun. Und man muss, glaube ich, da auch mal benennen, und das ist für mich die Erkenntnis hier aus dieser Anhörung, bevor ich zu meinen Fragen komme, dass es einerseits natürlich nicht darum geht, einen Katalog abzuarbeiten und die Geschichte zu entsorgen. Aber das will, glaube ich, keiner, der ernsthaft sich damit auseinandersetzt. Und umgekehrt auch nicht zu zeigen, wenn wir restituieren und wenn wir erinnern, dass wir es besonders gut können. Und dann wieder im neokolonialen Gestus womöglich den anderen auch noch zu erklären, wie sie kuratorisch arbeiten müssten oder wie sie zu erinnern hätten. Also dass wir das fortschreiben. Sondern wir sind, glaube ich, gut daran, im Bewusstsein zu handeln, dass diese postkolonialen Strukturen uns jetzt in diesem Moment noch prägen. Die prägen uns alltäglich, wenn wir über Flüchtlinge sprechen. Die prägen uns in unseren Wahrnehmungen. Es ist in der Tat so, und da komme ich jetzt zu meiner Fragestellung an Frau Habermas, dass wir in einer verflochtenen Geschichte des Kolonialismus uns bewegen, die eben auch die Nachfahren der Täter geprägt hat, ohne dass uns das immer klar ist. Zutiefst ist auch dieses Land geprägt durch den Kolonialismus. Es kann das ausblenden, aber es ist da. Und deshalb ist es das Gebot der Zeit, sich dem bewusst zu werden. Deshalb wäre meine erste Frage, wie stellen Sie sich es vor, wenn Sie das ausführen könnten, wie aus dieser verflochtene Geschichte, die Sie in einem Aufsatz mit Frau Lindner betont haben und in Ihrem Vortrag eben die Gemeinsamkeit. Wie kann daraus Neues erwachsen? Also wie kann sozusagen aus diesem Schrecken eine neue Art der Beziehung, soweit Sie das als Geschichtswissenschaftlerin sagen mögen, hervorkommen
Und die zweite Frage auch an Sie. Sie erwähnten vorhin im Zusammenhang mit Restitution ohne Rettungsnarrativ. Könnten Sie das präzisieren und sagen, was aus Ihrer Sicht der richtige und was der falsche Weg mit Rettungsnarrativ wäre? Tja, und jetzt die Linke, die Frau Freihold, bitte sehr. Frau Barrientos. Vielen Dank. Ich habe ja jetzt unfreiwillig sozusagen das Schlusswort unter den Abgeordneten so ein bisschen und will vielleicht auch noch mal ganz kurz Bilanz ziehen. Also mich lässt das auch sehr nachdenklich zurück und ich erinnere mich, ich mag 16 gewesen sein, als ich Franz Fanon gelesen habe, das kolonisierte Ding wird Mensch. Und das hat mich sehr geprägt und das habe ich hier auch mit reingenommen heute, weil ich glaube, entscheidend ist, was wir heute hier rausnehmen müssen, es geht um deutlich viel mehr als um Rückgabe von Kulturgütern. Und es geht auch nicht um die Aufarbeitung des kulturellen Erbes, sondern es geht tatsächlich um die Anerkennung des Unrechts, das da geschehen ist, dieses unfassbaren Unrechts. Es geht auch um die Verdinglichung von Menschen, die stattgefunden hat. Es geht auch darum, also ich war dankbar, wenn es auch schmerzhaft ist, für die drastischen Ausführungen auch dessen, was dort passiert ist. Die waren ja nur sehr kurz jetzt der Zeit geschuldet. Aber ich glaube, dass die sehr nötig sind, um genau dieses Unrecht zu begreifen. Und ich frage mich, und das frage ich dann auch Sie, Frau Bauche, ob es sein kann, dass Kolonialismus deshalb nicht als Unrecht anerkannt wird, weil das dazu führen würde, dass man auch die Folgen von Kolonialismus und heute geschehenes Unrecht und das Wirken von Kolonialismus in die Gegenwart und also auch Rassismus heute, Umgang mit Menschen in dem Zusammenhang, aber auch den Umgang mit dem afrikanischen Kontinent anerkennen müsste als Unrecht, das ja immer noch stattfindet. Also ich frage mich auch, ohne die Ernsthaftigkeit in Frage stellen zu wollen, was jetzt die Rückgabe von Kulturgütern betrifft und auch die, dass man da wirklich versucht, auf Augenhöhe zu agieren, wie glaubhaft das ist vor dem Hintergrund, dass es ja mehr Politikfelder gibt als Kultur, nämlich auch Außenpolitik, Entwicklungspolitik heißt es bei uns und so weiter. Und da gibt es ja große Diskrepanzen. Also wenn ein Entwicklungsminister mit einem Tross Wirtschaftsleute dorthin fährt, hat das ja auch Folgen. Meine zweite Frage wäre, Frau Bauche, ob Sie ein Mahnmal für sinnvoll halten, welche Folgen es haben könnte. Ich persönlich glaube ja, und da werden Sie mir vermutlich zustimmen, dass es nicht reicht, sondern dass das, was da vor uns liegt, eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, und zwar nicht nur eine deutsche, sondern auch eine europäische und letztlich eine globale, weil, wie ich schon angesprochen habe, die Auswirkungen aus dem Kolonialismus in die Folgegeschichte der Menschheit, möchte ich gerade sagen, ja nicht von der Hand zu weisen sind. Vielen Dank. So, vielen Dank. Wir würden in die Schlussrunde kommen und ich habe die unangenehme Aufgabe, in dem Fall auf die Zeit zu achten, weil wir die Anhörung bis 18 Uhr angesetzt haben. Ganz werden wir es nicht schaffen, aber wir werden deshalb die Schlussrunde auf 2 Minuten pro Sachverständige beschränken müssen und Sie können dann, also natürlich jeder nacheinander antworten und müssten halt überlegen, wie Sie die Fragen, die Sie bekommen haben, in diesen Zeitraum reinpacken, weil eigentlich ab 18 Uhr schon die Anschlussveranstaltung bei einigen der Kolleginnen und Kollegen beginnen und es auch nicht nutzt, wenn Sie mit mir alleine nachher hier sitzen. Deshalb würde ich das gerne gemeinsam zu Ende bringen und würde als erstes Frau Arndt bitten. Ja, herzlichen Dank. Dann versuche ich das mal alles zusammenzukoppeln. Also ich denke, die Museen ganz grundsätzlich sind aufgefordert, sich mit der kolonialen Vergangenheit zu beschäftigen, unabhängig auch davon, ob sie überhaupt Sammlungen dazu haben. Es ist eine allgemeine Museumsaufgabe und eine allgemeine Bildungsaufgabe. Und die muss in die Gesellschaft getragen werden, in jeder erdenklichen Form. Ich glaube, es ist dringend an der Zeit, dass wir uns mit Kolonialismus in jeder Form beschäftigen. Und natürlich ist Berlin als Hauptstadt davon ganz besonderer Relevanz, aber auch eine Stadt wie Bremen ist dann
natürlich dabei. Es ist also ganz unverzichtbar. Das steht außer Frage. Wir sollten, denke ich, und das ist sicherlich deutlich geworden, die ganze Angelegenheit differenziert betrachten. Es ist eine hochkomplexe Geschichte, die wir da alle gemeinsam zu tragen haben. Und da werden wir keine einfachen Antworten finden. Ich kann nur noch mal betonen, wir brauchen unbedingt ausreichend Mittel für Provenienzforschung in den Museen, nicht nur für die Kooperation mit den Universitäten, die sehr willkommen sind, sondern auch in den Museen selber braucht es unbedingt entsprechende Ausstattung. Wir müssen wirklich dringend mit der Digitalisierung anfangen, denn ich habe gar nichts dagegen, dass die Sachen endlich alle online kommen. Im Gegenteil, aber es muss mit Sinn und Verstand passieren und ohne eine entsprechende Finanzausstattung werden wir nur noch lange, lange darauf warten können. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die meisten Herkunftsgesellschaften mit uns ganz händeringend kooperieren wollen. Und ich mehr Zeit damit verbringe, Menschen zu erklären, dass ich dafür leider kein Geld habe, als dass ich es tatsächlich tun kann. Also auch das wäre mein drittes Petitum, dass wir tatsächlich hier voranschreiten. Und ich kenne tatsächlich eigentlich keine Direktoren, die sich, wie Herr Patzinger es auch sagte, berechtigten Rückgabeforderungen widersetzen würden. Sie sind geschehen, sie werden auch geschehen, sie sind in Deutschland möglich, haben wir schon unter Beweis gestellt. Danke. Vielen Dank. Frau Dr. Bauche. Ja, drei Fragen soll ich beantworten. Ich versuche es kurz zu halten. Provenienzforschung, ist das wichtig, war glaube ich so ganz grob die Frage. Wie wichtig ist es für eine umfassende Aufarbeitung? Und wie sollte sie gestaltet sein? Und wenn Sie darauf hinaus wollen, was ich so ein bisschen rausgehört habe, dass es darum geht, auch die sozusagen Expertise aus den Nachfolgestaaten einzubinden in Provenienzforschung, dann sozusagen ja, ganz klares Ja. Ich bin allerdings so ein bisschen skeptisch, wenn es jetzt darum geht, Provenienzforschung als den Schlüssel zu definieren, der die Frage beantwortet, wie sollen wir eigentlich mit kolonialem Sammlungsgut umgehen. Aber ich glaube, da kann Benedikt Savoy noch Besseres und Fundierteres zu sagen. Aber der Hinweis auf die Zahlen, also 60.000 Objekte bei nur einem Museum, weist, glaube ich, schon darauf hin, sozusagen, wie lange wollen wir denn eigentlich Provenienzforschung betreiben. Ich glaube, sozusagen, wir brauchen eigentlich ein anderes Instrument. Und da ist zum Beispiel die Frage, ob das Instrument der Beweislastumkehr nicht eigentlich das Richtige wäre, um zu einem adäquaten Umgang mit kolonialem Sammlungsgut zu kommen. Kolonialismus wird da nicht erinnert, weil es auch darum geht, die Folgen von Kolonialismus, zum Beispiel Rassismus, nicht aufzuarbeiten. Das ist eine große und schwierige Frage, aber ich denke, es deutet viel auch auf ein Jahr hin. Ich möchte vielleicht nur eine konkrete Sache nennen. Also natürlich wirkt kolonialer Rassismus fort. Also ein ganz konkretes Beispiel ist natürlich anti-schwarzer Rassismus. Und wir haben jetzt 2017 gehabt den Bericht der UN-Menschenrechtskonvention, der nochmal dringend angemahnt hat, dass in Deutschland die Bundesregierung sich damit auseinandersetzen muss, wie, also mit dem Rassismus gegenüber schwarzen Menschen, mit Praktiken wie Racial Profiling, die ja von staatlichen Organen ausgeführt werden. Also, und ich glaube, und bisher gibt es keine ordentliche Antwort auf diesen Menschenrechtsratsbericht und es sind noch keine Instrumente vorgelegt worden, wie damit umgegangen werden soll. Und natürlich ist beides irgendwie verknüpft oder muss zumindest beides zusammen passieren. Allerletztes Ding zum Mahnmal. Ja, sicher reicht ein Mahnmal nicht, aber ich glaube, ein Mahnmal ist trotzdem eine wichtige symbolische Geste und auch eine wichtige Geste, um klarzumachen, dass tatsächlich Kolonialismus als Unrecht anerkannt wird. Und es ist ja auch keine Idee, die erst jetzt aufgekommen ist, sondern seit jetzt fast 15 Jahren mindestens setzt sich das KADIB-Komitee für ein afrikanisches Denkmal in Berlin damit auseinander und fordert eine Errichtung eines solchen Denkmals. Und es ist, glaube ich, wirklich dringend an der Zeit, dieser Forderung stattzugeben, wenn die Aufarbeitung kolonialen Unrechts auch wirklich zur Staatsräson als Staatsräson verstanden wird. Vielen Dank. Herr Grüssels. Sie haben das Wort. Herr Grüssels. Thank you very much. I'd like to make herzlichen a few Dank. Points. Ein paar wenige Punkte all, noch. Not all the collections that we zunächst einmal nicht alle art, Sammlungen, die wir haben, umfassen hochwertige Kunstwerke. Viele unserer Sammlungen mit 35.000 Objekten sind letztendlich anthropologische Objekte wie Teller, Messer, Gabeln und so weiter. Das sind also nicht immer hochwertige Kunstwerke und nicht alle fallen unter die Forderung der Rückgabe. Es wurde gesagt, dass die Frage gestellt, ob der öffentliche Bereich
ausgeschlossen werden soll von den Rückgabenforderungen. Nein, das glaube ich überhaupt nicht, dass das sein soll. Man muss die Rechtsgrundlage dafür schaffen. Wir müssen konstruktiv darüber diskutieren, was wir eigentlich wollen. In Kongo und Ruanda sagt man mir, nein, man will nicht um der Rückerstattung willen eine Rückerstattung oder eine Rückgabe. Wir wollen erstmal eine Stärkung der Fähigkeit, eine Stärkung der Institutionen und dann als einen Abschluss dessen, wenn man repräsentativere Sammlungen haben als heute. Natürlich gibt es Objekte im Kongo, die zunächst einmal zurückgegeben werden sollten, wenn sie beispielsweise gestohlen wurden oder Kriegsbeute sind. Dritter Punkt, das Eckpunktepapier hat mir sehr gut gefallen, dafür habe ich sehr viel Sympathie, wie es hier in Deutschland verabschiedet wurde. Es geht in die richtige Richtung. Ich möchte dazu aber noch sagen, dass das natürlich auch einen gewissen Preis hat, und zwar einen substanziellen Preis. Es wird mehrere Dutzend Millionen kosten, das richtig zu tun. Also wir stehen dem sehr auf jeden Fall dahinter, aber man braucht natürlich auch Geld dafür. Das kann ich Ihnen ganz klar sagen. Und das Letzte ist, viele der Dinge, die wir angesprochen haben, Digitalisierung, Rückgabe, Provenienzforschung, sind Bereiche, die nationale Kapazitäten stärken und die wir aber nur im internationalen Kontext leisten können. Deutschland wird nächstes Jahr die Ratspräsidentschaft der EU innehaben und ich wäre sehr dafür, dass Deutschland die Initiative ergreift und diese Ratspräsidentschaft nutzt, um diese Themen tatsächlich auf die europäische Tagesordnung setzt. Danke sehr. Vielen Dank. Frau Professor Habermas, bitte. Zuerst möchte ich auf diese Frage nach der Erinnerungsstätte gerne antworten. Und ich halte das für absolut unerlässlich, dass eine solche Erinnerungsstätte und Bildungsstätte und, ich möchte das gerne betonen, Forschungsstätte in Berlin hier entsteht. Und das ist schon gesagt worden, ein Skandal im Angesicht dessen, was sozusagen NS-DDR-Gedenken, aber auch Vertriebenen-Gedenken sozusagen in der Bundesrepublik passiert, dass das noch nicht da ist. Ich halte es aber für sehr, sehr wichtig, dass bevor sozusagen ein solches Mahnmal, was dann auch zu dieser Stätte vielleicht kommen könnte, errichtet wird, dass genau darüber diskutiert wird, weil es geht um den Prozess der Auseinandersetzung und dass diese Diskussion eben geführt wird auf einer europäischen Ebene und natürlich mit den ehemaligen kolonialisierten Ländern. Und diese Debatte ist ja das, um was es geht. Die Debatte ist die Auseinandersetzung, die wir dann sozusagen automatisch in die Schulen hereintragen müssen, wo ich einen zweiten ganz, ganz, ganz großen Ort sehe. Zu der verflochtenen Geschichte, also ich muss sagen, das ist etwas, was in der ganzen Thematisierung von Kolonialgeschichte immer etwas zu kurz kommt, weil es auch schnell in einen etwas komischen Kanal vielleicht kommen mag, aber es ist über die Maßen wichtig, sich darüber klar zu werden, dass die europäische Geschichte eine Geschichte ist, die im Kern mit dem Kolonialismus verbunden ist. Und zwar zynisch gesprochen auch im Guten. Ja, die Demoiselle d'Avignon von Picasso wären nicht möglich gewesen ohne die Fangmasken in Paris. Das ist ganz einfach. Ein Nolde sozusagen hat seine wichtigsten Eingebungen auf einer Südsee-Pazifik-Expedition gewonnen, die er im Auftrag des Kolonialamtes unternommen hat, wo er Aufträge ausführen sollte, die alles andere als besonders löblich gewesen sind. Das heißt, das, was wir als Errungenschaften der europäischen Moderne feiern und zu Recht feiern, ist etwas, was auch in den kolonialen Kontext mit zu verantworten ist. Und das ist verflochtene Geschichte und das ist, glaube ich, wichtig. Und sich damit auseinanderzusetzen, nimmt auch ein wenig sozusagen von der manchmal überschäumenden Selbstlob, das Europa gerne vor sich herträgt. Zum Rettungsnarrativ, ich glaube, es ist einfach sehr wichtig zu verstehen, dass das Rettungsnarrativ im Kern ja besagt, Europa hätte Dinge gerettet. Das ist im Kern ein Narrativ, was wir in der Entwicklungshilfe haben, was wir, wie gesagt, aus der Mission kommt. Und das ist ein Narrativ, was zeitgenössisch gewesen ist. Zeitgenössisch 1900 sind die Ethnologen und auch Forschungsreisende nach Afrika und Ozeanien gefahren, um die Dinge zu retten, weil sie glaubten, die Menschen sind sowieso dem Untergang geweiht. Das ist die Doomed-Race-Theorie. Und dann haben wir wenigstens die Dinge, die gerettet sind. Das ist koloniale, zeitgenössische Rhetorik. Und ich glaube, darüber muss man sich klar sein, wenn wir heute sozusagen aus Museumsseite manchmal dieses Rettungsnarrativ hören. Es sind die Missionare gewesen und es sind die Forschungsreisenden gewesen, die teilweise die Objekte zerstört haben, weil sie eben vermeintlicher Verweis auf den Fetisch waren. Professor Patzinger, bitte.
Ja, ich möchte zunächst auf die Frage von Frau Motschmann antworten. Wissenschaftliche Ausbildung an Universitäten ist in der Tat wichtig. Wir haben das ja gelernt, wie lange es gedauert hat, bis Lehrstühle für Provenienzforschung in Bezug auf NS-Raubkunst im Zuge der, im Kontext der, der Kunstgeschichte eingerichtet worden sind. Inzwischen gibt es 4 oder 5 Universitäten. Und da ist sicher etwas, es bedarf, die Ausbildung in diese Bereiche hin auszuweiten. Aber ganz wichtig oder noch wichtiger ist eine gewisse Nachhaltigkeit. Wir haben jetzt dieses Projekt mit Drittmitteln, wo es um die Aufarbeitung der Human Remains aus Ostafrika geht. Das ist im Herbst zu Ende nach 3 Jahren. Jetzt kommt aber das nächste Projekt und ich muss jetzt sehen, wie kann ich die Leute weiter beschäftigen. Ja, ich telefoniere jetzt schon bei Stiftungen rum, denn da ist eine Kompetenz angewachsen, die natürlich wichtig ist, wenn man sich dem nächsten Bestand zuwendet. Also ich glaube, wir müssen an die Ausbildung denken, wir müssen aber auch daran denken, dass es Nachhaltigkeit braucht und dass man die Dinge weiter betreibt. Zum Abschluss will ich kurz noch sagen, die Museen, denke ich, haben ihre Aufgabe erkannt und es gibt ja Stiftungs- und Aufsichtsräte, die auch in der Zukunft darauf achten werden, wie mit dem Thema umgegangen wird. Natürlich nicht zuletzt auch die Öffentlichkeit. Ich denke, es ist schon einiges geschehen und weiteres wird geschehen. Ich glaube aber, dass Museen noch eine andere Rolle haben. Nicht nur jetzt sozusagen die Aufarbeitung ihrer Sammlung und der Kontexte und der Provenienzen und sozusagen die Konsequenzen daraus, sondern auch Aufklärung. Das wird ein wichtiger Punkt auch im Humboldt-Forum sein. Kolonialismus wird dort in allen möglichen Kontinenten auch thematisiert werden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und noch einmal, 2 Kuratoren aus Tansania werden den Maji-Maji-Krieg dort mit Objekten darstellen. Wer in Deutschland weiß, der nicht über Kolonialgeschichte weiß, hat von diesem Phänomen schon mal etwas gehört. Also ich glaube, Aufklärung ist ganz, ganz zentral. Und auch da können die Museen eine Menge dazu beitragen. Und eben auch über kulturelle Leistungen, über kulturelle Entwicklungen weltweit. Ich glaube, ganz, ganz wichtig, wenn wir von Rassismus wegkommen wollen, ist, dass ich eben anerkenne, was in anderen Kontinenten zu anderen Zeiten eben auch, wie Entwicklungen verlaufen sind und welche Leistungen vollbracht wurden. Und was mich wundert, und das haben Sie auch schon gesagt, eine öffentliche Ideendebatte, wie ein solcher Erinnerungsort aussieht, die gibt es bislang eigentlich noch nicht. Und ich glaube, das wäre jetzt an der Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, denn da herrscht ja eigentlich auch ein ziemlicher Konsens, dass es notwendig ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr von Pufendorf, bitte. Die eine Frage zu den Straßenumbenennungen trifft auf einen aktuellen Bericht der FAZ vom heutigen Tage, in dem über Straßenumbenennungspläne in den Bezirken geschrieben wird. Ich finde, das ist eine wunderbare Gelegenheit, in solchen Fällen, in denen Straßennamen noch nach Persönlichkeiten benannt sind, die Verbrecherisches in den Kolonien begangen haben, zur Diskussion gestellt werden soll. Wir müssen die Bürger mit einschalten, die denen klar gemacht ist, eine richtige Chance, dieses Thema den Bürgern nahezubringen und mit ihnen das auseinanderzusetzen. Wir sollten nur auch eine gewisse Souveränität und Maß bewahren, dass zum Beispiel hier nicht mit einem Beispiel der Petersallee geschildert, wo offensichtlich das Maß verloren geht. Ein Peters war in der Tat ein Ungeheuer, aber das war der Grund, warum im Jahr 1986, so steht es hier zu lesen, der Bezirk beschlossen hat, nach dem Widerständler und Verfassungsrechtler Hans Peters, der immerhin an der Verfassung Berlins nach dem Kriege mitgewirkt hat, benannt wird. Diesen Namen nun auszulöschen, halte ich nun für völligen Unsinn. Da können wir in solchen Fällen die Bürger eben nicht mitnehmen. Vielen Dank, Frau Savard, Frau Professor Savard. Herzlichen Dank zur Frage, was die Entwicklungen in Frankreich angeht, kann ich vielleicht sagen, dass wir in engem Kontakt stehen mit Bruno Studer, dem Präsident de la Commission des Affaires Culturelles, und dass sobald Felwine Sarr wieder in Europa ist, wir auch eine Anhörung dort terminiert haben. Also es läuft weiter, es läuft vielleicht nicht zu dem hier in Deutschland gewünschten Rhythmus oder auch von mir gewünschten Rhythmus weiter, aber es läuft. Zum Misstrauen den Museen gegenüber wollte ich an dieser Stelle sagen, es ist überhaupt kein Misstrauen meinerseits, sondern große Liebe. Ich weiß, dass Museen Orte der Befruchtung sind, Rebecca Habermas hat das erwähnt, Orte der Kreativität, wo ein Picasso und andere sich entzündet haben. Und genau deswegen wünsche ich mir, dass die Jugend in den Ländern, wo diese Fangmasken nicht mehr waren, auch sich daran entzünden können. Rettungsnarrativ, wenn man antworten würde, ja okay, wir haben es für euch gerettet, dann ist
eine Antwort und die hören wir auch im Gespräch mit unseren Kollegen, wenn sie mit diesem Klischee konfrontiert werden aus Afrika. Die sagen, ja, vielleicht ist es jetzt 100 Jahre gerettet worden, aber in dem Augenblick, wo wir es jetzt bitte zurückhaben wollen, weil wir unsere Kreativität daran entzünden wollen, warum sollte man Nein sagen? Und das beste Beispiel für meine Liebe zu Museen ist mein linker Nachbar, Herr Professor Vogel, der diese Publikation mitgebracht hat, Dinosaurier-Fragmente. Ein Autor sitzt oben, Holger Stocker. Es war eine Kooperation der TU, der HU und der Berlin und des Museums für Naturkunde. Und wir haben hier die Provenienzgeschichte des Dinos aufgedeckt. Es war ein großartiges Projekt und das Buch ist ungefähr das Schönste, was Sie heute Abend lesen können, neben der FAZ. Professor Sückwart, bitte. Ja, ich glaube, also als Erziehungswissenschaftler denke ich, dass die ganze Diskussion hier muss tatsächlich in die Öffentlichkeit gebracht werden. Wir dürfen das, also wir müssen das von Museendiskussionen befreien und damit es in die größere Öffentlichkeit kommt. Und da können wir das als Anlass nehmen, um das Publikum zu sensibilisieren und nicht auch in zivilgesellschaftlichen Nischen auch zu sozusagen wieder zu klausulieren. Wichtig ist hierbei, dass es auch auf der offiziellen Stelle etwas passiert. Ich denke zum Beispiel an Beschlüsse der KMK, die vielleicht die Bundesländer dazu verpflichten kann, dass sie ihre Lehrbücher und Lehrpläne dahingehend ändern, dass sie qualitativ und quantitativ auch das Thema Kolonialismus da angemessen thematisieren. Das ist das eine. Das andere ist die Frage der Finanzierung. Ich glaube, es muss sozusagen, wir brauchen genug Geld, um Initiativen zu finanzieren, die dazu beitragen, Erinnerung, Versöhnung als politische Bildung sozusagen in der Gesellschaft zu betreiben. Und das Dritte ist, ich glaube, die Forschung. Die Forschung ist wichtig und zwar Forschung, wir haben das schon gehört, dass das Thema zu wichtig ist, damit es eine Sache der Kunsthistorikerin oder der Historiker oder der Ethnologe alleine. Wir brauchen tatsächlich sozusagen Forschungsformen im Sinne von Sonderforschungsbereichen, wo bleibt die Religion, wo bleibt die Sprachwissenschaften, wo bleibt all diese Wissen. Wir brauchen Sonderforschungsbereiche, die genau pluri- und transdisziplinär sich dem Thema widmen und ihre Ergebnisse sozusagen durch Mainstreaming-Strategien dem Publikum darstellen, damit es diskutiert wird. Und so denke ich, dass wir können das Thema auch ein bisschen entdramatisieren und das als Anlass nehmen, um Menschen zu informieren. Und weil, wie gesagt, ja, letztendlich geht es um eine Frage der Versöhnung. Viele Menschen fragen sich, was sind das die Werte? Wir haben hier Grundwerte und sie merken einfach, dass diese Werte sich nicht gleich anwenden an andere Menschen. Das ist also Thema Rassismus und so weiter und so fort. Das ist das Problem und die jüngere Generation hat ein Problem damit. Und das ist sozusagen der Wert, der Grund, warum wir das Thema sozusagen in die Öffentlichkeit bringen müssen und nicht in quasi esoterische Kreise diskutieren. Vielen Dank. Professor Vogel. Ja, ich kann mich vielem anschließen, was hier besprochen worden ist. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, dass Sie von der Politik dieses Thema aufgreifen, weil eben halt die Vergangenheitsbewältigung auch meiner Sicht nach eine sehr, sehr wichtige politische Debatte ist, die auch in dem Raum geführt werden muss. Museen können dazu beitragen, aber vielleicht erst, wenn die Politik und die Gesellschaft durch die Vergangenheitsbewältigung einen Handlungsrahmen schafft, in dem wir noch besser arbeiten können. Wir versuchen, und Sie haben jetzt mehrere Beispiele gehört, vom Bremer Überseemuseum, von der SBK oder auch von uns vom Museum für Naturkunde, wie wir uns diesen Herausforderungen stellen, indem wir eben halt Forschung initiieren. Die Dinosaurier sind sehr, sehr berühmt weltweit. Es gibt 3 oder 4 oder 5 Bücher zur Geschichte der Grabung aus paläontologischer Sicht. Hier wurde jetzt von meinen Mitarbeiterinnen mit einem breiten Team initiiert, sich den politischen, historischen, kulturellen, afrikanologischen Gesichtspunkten dieser Sache zu widmen. Wir haben jetzt ein viel besseres Bild
über diese ganze Sache. Und es gibt uns auch damit eine Grundlage, wie wir mit den Sachen weiter nach vorne gehen können. Ich möchte aber noch einmal betonen, gerade für das Thema Natur steht es an, uns um den Schutz und die nachhaltige Nutzung dieser einmaligen Ressource, die es nur auf diesem Planeten gibt, zu schützen. Und dafür muss wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit geschaffen werden. Ich glaube, das kann man auch gerade legen mit vielem, was hier heute gesagt wurde. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich kann wirklich nur dazu drängen, dass diese beiden Aspekte betrachtet werden und hier nicht die Sachen vermischt werden. Dankeschön. Vielen Dank. Ich will mich an dieser Stelle, ich glaube, für alle Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses sehr herzlich bei Ihnen als Sachverständige bedanken. Wir wissen, dass wir die Debatte erstmal herzlichen Dank. Sie sind teilweise von weit her angereist und es tut uns auch wirklich leid, dass wir das hier so zeitlich reglementieren müssen, aber wir müssen halt auch in einem Rahmen bleiben. Es ist ja jeder Fraktion unbenommen, die Diskussion zu vertiefen und sie auch in den eigenen Fraktionen zu führen, sie noch mal einzuladen und das Gespräch auch weiterzuführen, denn wir wissen alle, dass es Handlungsbedarf gibt und dass das Parlament auch einer der Treiberinnen mit sein muss, um das Ganze fortzuentwickeln, weil es um gesetzliche Grundlagen, um Geld geht, aber eben auch um das Thema Öffentlichkeit mit zu befördern. Und das geht sicherlich an ganz viele Gruppen. Ich weiß nicht, wer da die Tür auflässt, aber ich hatte noch nicht Schuss gesagt. Danke. Manchmal, ja. So. Also, meinen herzlichen Dank nochmal im Namen von uns allen an Sie. Und wir freuen uns auf die weitere Debatte. Und wir sind sicherlich jeder in seiner Funktion und an seiner, ihrer Stelle mitgefordert, das Thema voranzubringen. Parallel zu den ganzen anderen Themen der Erinnerungskultur ist das Thema koloniale Erinnerungskultur eine, die am wenigsten präsent ist, die aber ganz sicherlich notwendigerweise präsenter werden muss. Insofern vielen Dank. Ich will noch ganz kurz sagen, Entschuldigung, dass das Technische noch, also dass der Ausschuss sich natürlich noch mit den Anträgen, falls die Kolleginnen und Kollegen das jetzt noch mal fragen wollten, noch mal beschäftigt, dass wir heute nicht die Anträge abstimmen, sondern die natürlich noch mal auf die Tagesordnung kommen. Und das gibt ja offensichtlich auch schon Ankündigungen, dass noch andere kommen. Wir werden dann sehen, wie wir damit weiter umgehen und wann wir die abschließend auf der Ausschusssitzung haben zur Beratung. In jedem Fall werden die Ergebnisse der Anhörung so schnell wie es geht online gestellt, auch als Wortprotokoll, aber nach Sehen und Hören können Sie es alle jetzt schon, weil das ja in der Mediathek zu sehen und zu hören ist. Also vielen Dank und einen guten Nachhauseweg.